Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zum heutigen Livestream. Wie jeden Tag in der Woche scheinbar streamen wir mal wieder. Und es sind sogar ein paar Leute da. Wie könnt ihr noch nicht genug von mir haben? Ich verstehe es nicht. Freunde, Livestream. So muss sich das anfühlen, ein wirklich echter Streamer zu sein. Jeden Tag ein Stream, Alter. Das kann nicht wahr sein. Seitdem ich... Doch, am Mittwoch habe ich auch noch gestreamt, ne? Ne, am Mittwoch nicht. Donnerstag, Freitag, Sonnabend, morgen Livestream, Montag Livestream. Also, ich ziehe durch. Der eine Tag, den ich Urlaub hatte, hat scheinbar da einiges rausgerissen. So könnte man das meinen. Aber nein. Ich habe einfach durch das Spiel... Es muss halt sein. Jeden Tag streamen. Das Fernsehprogramm ist einfach zu schlecht, deshalb schaue ich lieber dir zu. Ja, oder so. Ne? Aus Verzweiflung. Keine Ahnung. Erstmal natürlich fettes Dankeschön an Benox. 9 Monate Resub, Stufe 3. Besser geht's nicht. Gestern sind die Icebreaker-Karten angekommen. Dank dir und mach weiter so. Vielen Dank natürlich auch an dich. Und ich freue mich drauf. Nicht nur auf Icebreaker, sondern auch auf dich und auf alle von euch. Also... wenn ihr da alle vorbeikommt, dann freut mich das natürlich wie die Sau. Dann haben wir Dark D. Chris mit einem 30-Monate-Resub. Wir haben AJ Hairstyles, der ein Sub schenkt, und zwar an Kill TV. Einfach mal noch ein durchgeschnurrt hier. So geht das auch. Und der gute Schwarze Engel haut einen 20-Monate-Resub raus. Vielen Dank natürlich auch dafür. Machst du morgen auch wieder 22 Uhr? Das kann sein. Morgen hat ja meine Freundin Geburtstag und entweder streame ich morgen genauso, 22 Uhr, oder ich streame morgen 20 Uhr und dann vielleicht nur 2 Stunden oder gar nicht, ich weiß es nicht. Morgen auch wieder einfach über Social Media abchecken, die Glocke auf YouTube aktivieren. Macht bei mir auf jeden Fall alles richtig, seitdem ich bei mir die Glocke aktiviert habe, bekomme ich für jeden Scheiß, den ich hochlade, eine E-Mail. Auf jeden Fall für den öffentlichen Scheiß. Deswegen ist das eigentlich eine gute Möglichkeit, um da was zu machen. Ist aber halt auch die Frage, checkt ihr immer sofort eure E-Mails, wenn ihr sie kriegt? So, seitdem ich ein Smartphone habe, mache ich das eigentlich immer. Eine E-Mail ist für mich genauso eine Pop-up-Nachricht wie eine WhatsApp-Nachricht. Aber das muss ja nicht jedem so gehen. So, WWE hat CM Punk als Superstar wieder in die Homepage eingefügt. Das bringt gar nichts, denn auch Booker T und Renee Young sind auf der Homepage als WWE im WWE-Roster eingefügt. Von daher würde ich auch hier noch nicht gleich wieder einen halben Orgasmus kriegen. Gestern 180 Euro für WWE-Figuren ausgegeben. Das ist krank. Aber was hast du denn alles für Figuren geholt? Würde halt dann vor dir streamen, wenn du wieder 22 Uhr machst. Ich kann nichts versprechen. Ich kann absolut nichts versprechen. Ich weiß es morgen nicht. Es wird morgen wirklich sehr, sehr spontan. Wenn meine Freundins Freundin da ist und die fangen an, hier loszusaufen oder keine Ahnung und sagen dann, hey, Martin, willst du nicht lieber, statt mit uns rumzugammeln, nicht lieber irgendwie sterben oder so? Dann kann ich gehen und kann den Stream. Ansonsten will ich natürlich dann auch bei ihrem Geburtstag dabei sein und so weiter. Ne? Ist halt so. Macht man so. Gerade den WWE Money in the Bank Koffer gewonnen. Wie gewonnen? 2 Elite und 4 Funko Pop. Und damit zahlst du 180 Euro? Was hast du denn hier geholt? 2 Elites sind 60 Euro. 4 Funkos sind 40 Euro. Und 80 Euro kommt jetzt als Donation rein, oder wie verstehe ich das jetzt? Quasi ein freundlicher Rausschmiss. Ja, sowas halt, ne? E-Mail kommt nur bei Wiederholungen, sonst kommt nur eine Meldung. Bei Twitch meinst du jetzt? Aber ich meinte ja die Glocke aktivieren bei YouTube, weil ich ja immer diese coolen Ankündigungsvideos auf YouTube stelle. Und dafür bekomme ich immer eine E-Mail. Bei 2K20. Ach so, na toll. Wie viele Sin Cara Masken hast du?
Drei. Die drei, die ihr da unten seht, die habe ich. Reicht ja auch. So, Platin Pro, grüße dich. Ja, ansonsten, ich kann euch jetzt gar nicht so viel erzählen. Was habe ich heute gemacht? Oh, wow, voll interessant. Ja, was habe ich denn heute gemacht? Ich bin aufgestanden, habe NXT UK geguckt, habe SmackDown geguckt, habe 205 Live geguckt, habe drei Videos dazu gemacht und dann war der Tag eigentlich schon wieder gegessen. Woran merkt man aber, dass man am richtigen Bahnsteig ist, wenn am Gleis nach Halberstadt die ganzen Assis mit ihren Bierflaschen stehen? Yep, genau so sieht's aus. Aber hey, die wissen ja nicht, dass ich gerade streame. Ja? Die haben also nichts in ihrem Leben sonst. Die Bierflasche ist das Einzige in ihrem Leben, was sie noch an Glück haben. Ja? Ihr habt mich. Gut, kann man jetzt auch scheiße finden. Ne? Von daher geht lieber hin zu den Leuten und sagt, hey, MGTV. Und dann wird alles besser. Holst du dir den blauen Titel? Ja, Martin. Ich habe ja heute schon in meiner SmackDown-Review ausgiebig darüber abgekotzt. Denn mit dem blauen Titel ist es gar nicht so einfach. Denn, wie ihr hier seht, es reicht nicht einfach nur blaues Leder auf den Universal-Titel zu ziehen, weil der Strich genauso wie beim WWE-Titel rot ist. Das heißt, ich müsste entweder irgendeine Möglichkeit finden, hier nochmal so einen Austauschstrich zu finden, oder ich muss mir einen komplett neuen Titel holen und den dann auch komplett restone lassen. Es ist alles echt scheiße, weil das wird nochmal 900 € oder so kosten. Aber ich will den schon gerestoned haben. Ich habe keine Ahnung. Ich finde es richtig scheiße. Ich habe vorhin meiner Freundin erzählt, dass ich hier die Idee hatte, wenn ihr alle auf YouTube eine Kanalmitgliedschaft abschließen würdet, dass ich mir dann leisten könnte, mir eine Zweitwohnung zu holen, wo ich dann drehen kann und so weiter. Fand sie eine sehr gute Idee. Vielleicht will sie mich auch einfach nur aus der Wohnung haben. Kann natürlich auch sein. Aber ja. Ne? Also haut mal schön die YouTube-Kanalmitgliedschaften raus. Und dann geht das. Ansonsten geht's nicht. Obwohl ich mir auch schon überlegt habe. Also ich hätte halt hier bei mir, hier sind halt noch einige Wohnungen frei bei mir hier unten und so. Das wäre halt eigentlich schon ganz cool. Dann könnte ich die ganzen Championships da aufbauen. Dann kann ich fettes Studio bauen und so, weil dann habe ich eine ganze Wohnung nur für diesen Scheiß. Dann könnte ich halt fetten Beamer an die Wand klatschen. Dann kann ich halt Leute zum Gucken zu mir holen und so weiter. Wäre natürlich geil. Aber erstens, ich kann es mir eh nicht leisten. Zweitens, am besten wären wir alle Hall of Famer. Ja, das stimmt. So, die. Aber ich habe ja noch was. Ich will ja eigentlich eine Halle bauen. Oder eine Halle kaufen. Oder eine Halle mieten, wenn es sowas geben würde. Für meine Wrestling-Schule. Und wenn ich mir eine Halle baue, könnte man eigentlich den ganzen Scheiß dahin auslagern. Aber das Problem daran ist ja dann wieder, dann bin ich ja richtig weit weg. Dann fahre ich ja wirklich jeden Tag ins Büro. Und dann bin ich weg. Wenn meine Freundin jetzt denkt, oh, der Typ ist den ganzen Tag zu Hause, ist er dann aber niemals zu Hause. Ich würde 2 Uhr nachts nach Hause kommen und würde um 10 wieder wegfahren. Jeden Tag. Auch Wochenende und Heiligabend. Es wäre immer das Gleiche. Also ich weiß nicht, ob das ihr Ziel sein kann. So. Wir haben gestern mal wieder gar keine Probleme in dem Spiel gehabt. Gestern lief wirklich wieder alles sehr gut in diesem Game. Alles lief top. Alle Missionen sofort geschafft. Ohne irgendwelche großen Probleme. Es lief einfach wirklich gleich von vornherein wieder richtig gut. So.
Und ich habe schon wieder keine Ahnung, was mein Ziel ist. Mamas Labor. Stimmt, ich erinnere mich dunkel. Boah, Krebser, Alter, was geht denn bei dir ab? Krebser haut erstmal 5 Subs an die Community raus. So viele Zuschauer haben wir gar nicht. Alter, wie geil bist du denn? Erstmal 5 Subs rausgepimmelt. Jericho hat jetzt irgendwie wieder zu tun. Ich fahr schon mal los, ne? Ich hoffe, das ist okay für euch. Erstmal losfahren. So. Servus, euer Vater. Grüße dich. So. Ich lasse dich erstmal durchrudeln, bevor ich hier das Ganze vorlese. Aber das kann ich jetzt tun. Was ist denn das hier? Komme ich da irgendwie anders rein oder muss ich da jetzt durchgehen? Krebser verschenkt ein Sub an Ryu Red, an Andy Berger, an No Yes No, an Platin Pro und an Barek. Sehr nice. Vielen Dank auf jeden Fall an den guten Krebser. Der macht sich gleich mal hier unsterblich und supportet hier richtig hart. Das ist schon mal richtig geil. Vielen, vielen Dank. Muss ich hier echt aufpassen. Dass ich hier... Alter, wer ist denn das jetzt? Crabstar, Alter! Was geht bei dir ab? Hast du Weihnachtsgeld gekriegt oder was? Alter, was geht ab, Pieps? Schreibt er, haut eine 10er Donation raus. Jawollo. Siehst du, hat sich der Livestream doch wieder gelohnt. Das ist ja nice, Alter. Vielen, vielen Dank. Schöne Zähler rausgepimmelt. Schön 5 Leute glücklich. 5 Leute glücklich gemacht. Und mich. Damit alles erledigt. Sehr geil. Krasser Typ. Neuer Champion auf jeden Fall. Ich da. Ich hatte hier irgend so ein Vieh gestochen. Habe ich das nicht schon vor ein paar Tagen mal gesagt? Es juckt wie die Sau. So, jetzt treffen wir endlich mal eine Frau im Spiel. Eine, mit der wir nicht verwandt sind. Shit. Gab es ein Update in 2K20? Mal eine kleine Frage hier. Mama. Episode 5, geil. Die hat so ein was? Sie hat Hunger. Was zum? Die hat ein GD-Baby? Wie geht denn das? Wie geht denn das? Es kann fliegen. Es ist verbunden mit ihr, oder? Mit ihrer Nabelschnur? Was ist das denn für eine kranke Scheiße? Sie kann sie zwar nicht trinken, aber mein Körper produziert die Milch. Das Durchgehen der Bewegungen hilft gegen den Schmerz. Was ist sie? Sie ist meine Tochter. Und ich ihre Mama. Macht Sinn, ja. Sie ist nur mit mir verbunden. Sie ist nicht wie andere GDs. Du kannst es sehen, oder? Du bist verbunden. Jetzt weißt du, warum ich nicht will. Okay. Also die Frau ist quasi schwanger
Und das Kind ist aber nicht in ihrem Bauch, sondern fliegt unsichtbar durch die Luft. Verstehe ich das jetzt hier richtig? Ja, das habe ich auch mitgekriegt, Trapster. 2K wurde gestern gehackt und alles auf All Elite umgestellt. Das habe ich auch gesehen. Richtig lustige Aktion. Gibst du uns Erwachsenen mal eine Minute? Richtig lustig. Danke. Klopp. Schau mal. Das war die chirale Dichte, als die Superzelle auftauchte. Aber sie normalisierte sich fast augenblicklich wieder. Das heißt, der Sturm verschwand in nicht mal einer Sekunde. Das ist unmöglich. Okay, sehen wir uns doch mal die Aufzeichnung deiner Handschellen an. Das ist ziemlich verrückt, aber wenigstens bist du es nicht. Die Protokolldaten stützen deine Geschichte. Ich schätze mal, du warst gefangen zwischen zwei verschiedenen Raumzeiten. Zwei verschiedene Raumzeiten? Das HQ analysiert das genauer. Es kommt auch noch Zeitreisen dazu, Alter. Als ob es nicht jetzt schon kompliziert genug ist. Mit etwas Anstrengung sollten sie herauskriegen, wo du hingeschickt wurdest. Noch eine chirale Spitze. Sie weint nachts öfter. Die chirale Dichte steigt in Regionen, die im chiralen Netzwerk sind. Aber die Werte sind viel, viel höher als berechnet. Das ist schlecht, oder? Ja, mehr Verbindungen bedeuten mehr Chiralium. Bridges erkannte das schon früher als Problem, also habe ich in den Cupids Begrenzer eingebaut, um das chirale Niveau zu bremsen. Aber dein Begrenzer scheint fehlerhaft zu sein. Die Superzelle und das zeitliche Phänomen, das du erlebt hast, könnten damit zu tun haben. Das heißt, es könnte weitere zeitliche Phänomene geben, wenn ich das Netzwerk weiter ausbaue? Vielleicht. Oder noch schlimmer. Wir lösen einen gestrandeten Tod aus. Aber du hast eine Lösung. Natürlich habe ich eine Lösung. Und zwar hier drüben. Krause, also hauen wir mal einen Zweier raus. Vielen Dank. Wir müssen nur einen Begrenzer in diesen neuen Cupid von mir einbauen. Ich dachte, ich baue dir einen, wenn du schon vorbeikommst. Krise abgewendet. Nein, Krise nicht abgewendet. Wir müssen die Software an die neue Hardware anpassen. Na dann leg los. Ja, das kann ich nicht. Ich habe die Hardware entworfen, aber die Software stammt von jemand anderem. Okay, wo finden wir ihn? Sie. Ihr Name ist Lochner. Sie war Mitglied von Bridges 1. Du musst nach Mountain Not City gehen. Okay, ich muss... Das klingt nach einem Berg. Oh, gut. Geht der Game-Sound vielleicht lauter? Ja, aber sicherlich geht er lauter. Der geht nicht lauter. Ich habe ihn 2 Dezibel nach oben gesetzt. Schreibt mir gerne mal, ob es passt oder nicht. Wie ist der NXT-Replika? Der hier? Oh, meine Cam ist schon wieder eingefroren. Vielleicht will die andere Seite sie zurück. Vielleicht will sie zurück. So kann es nicht weitergehen. So viel weiß ich. Willst du mir erzählen, was passiert ist? Nein. Sie sollte kommen. Ich wartete im Krankenhaus auf den Kaiserschnitt. Jetzt bin ich aber auch gespannt. Dann schlugen die Terroristen zu. Ich war unter den Trümmern eingeklemmt. Krass, Alter. Ich konnte einfach
nur warten. Fühlte sich an wie eine Ewigkeit. Aber es kam an. Wenigstens hatte ich Luft und Wasser. Ich weiß nicht, wie viele Tage vergingen. Das Wasser ging aus und die Kälte kam. Die Farbe deines University ist falsch. Nein. What the fuck? In den Trümmern kam sie zur Welt. Aber da das eine Totgeburt war, quasi, ist sie halt direkt zu einem GD geworden. Und da sie aber... Leben, brachte ich den Tod auf die Welt. Und da sie ja nie von der Nabelschnur abgekapselt wurde, bleibt die Verbindung mit ihr bestehen. Damit ist sie jetzt... Ist das Baby so halb tot, halb nicht tot? Also ist schon tot, aber halb GD und halb Leben? Und deswegen... Oh, Alter, das ist ja völlig creepy. Als der Zeitregen aufhörte, begann meine Kleine zu schreien. Sie schrie... Und schrie und schrie. Ihr Leben war der Preis, den ich für mein Überleben zahlte. Sie hat mich gerettet. Krank. Waren wir nie getrennt. Hast du beim ECW die Tommy Dreamer Namensplakette oder ohne? Bindet, die vom Silbernen ohne. Ist ja commemorative. Da gibt's keine. Und das ist okay für dich. Zu wissen, dass ich tot ist. Willst du dein Leben im Schatten der Toten verbringen? Ich dachte, du bist fast, dass du Bauchredner bist. Das sagst bin ich auch. Du? Der Dost rodiert den Basketball. Sonst wärst du doch nicht hier. Hast du lauter gemacht? Ja, hab ich. Aber soll ich noch lauter machen? Ein besonderes Blut. Darf ich eine Probe nehmen? Ja, klar. Saug mich leer. Im Schlaf zapft sie mir sowieso Blut ab. Ja, der neue, der ist super. Der hier, der NXT-Titel, der ist super. Der ist Hammer. Der ist kalt. Kannst du auf jeden Fall kaufen. Nicht bewegen. So, fertig. Silber habe Tommy Dreamer testen. Drauf. Mama, bist du. Aber dann hast du ja noch die Replika. Meine Version ist ja commemorative. Und passt, okay. Tut mir leid, Sam. Würdest du uns jetzt wohl allein lassen? Ja. Ich muss wieder an die Arbeit. Sam? Hey, vergiss mein Gerede von den chiralen Spitzen. Wir müssen zuerst die Welt wieder verbinden. Vielleicht verschlimmern wir die Lage. Vielleicht nicht. Aber es gibt keinen Plan B. Viel Glück, Sam. Also du wirst irgendwann in der Zeit verschwinden, aber mach mal weiter. Hauptsache, wir haben alle Internet, wa? Hauptsache, Netflix läuft wieder. Was ist das, was du hast? Der Unterschied Sam, davon zu Replika? Die Version, die ich habe, ist aus Plastik. Dort gebe ich dir weitere Anweisungen. Die Version, die du denn hast, ist halt aus Metall. Sam, mein Plan B. Naja. Dein nächstes Ziel ist das Mountain Lord City. Also jetzt muss ich da ins Gebirge rennen. Die Route führt zu einem Wegposten und dann zu einem Verteilerzentrum nördlich der Stadt. Ab dort wird es schwierig. Du musst einen Umweg um die Berge herum machen. Oh nee. Ist immer noch, dass ich auf dem Weg diesen Cupid verwende? Software wurde noch nicht überschrieben. Ist okay. Wenn dein Qubit funktioniert und du Mountain Lord City anbindest, sollte das Update eingespielt werden und die Verbindung stabilisieren. Noch ein Grund, schnellstens dorthin zu kommen. Alter, jetzt habe ich einen richtigen Weg. Jetzt habe ich einen richtigen Weg vor mir. Aha.
was von Amelie gehört? Amelie. Hoffen wir einfach, dass es ihr gut geht und machen wir weiter. Das würde sie von uns erwarten. Wie dem auch sei, schau beim südlichen Verteilerzentrum von Lake City vorbei, bevor du aufbrichst. Viel Glück da draußen. Das wird jetzt ein Gerät, ey. Ich habe deinem TCK den Seilrutschenbauplan hinzugefügt. Der könnte nützlich sein. Für den Aufbau benötigst du 2 Verankerungen. Warum solltest du Fracht über Flüsse und steile Hänge tragen, wenn du sie einfach durch die Luft schicken kannst? Oder wenn du sie ausprobieren willst, kannst du die Verankerungen vor meinem Labor nutzen. Viel Spaß. Cool. Die gute Nachricht lautet, Fragile hat Zeit und würde dir helfen. Such einen privaten Raum auf, um dich von Fragile schicken zu lassen. South North City scheint am nächsten zu liegen. Geht natürlich deutlich schneller als zu laufen. Allerdings kannst du dabei keine Fracht mitführen. Deine Entscheidung hatte die Option einfach im Hinterkopf. Nee. Die ganzen Scheiße, die ich habe jetzt wieder abgeben muss? Nee, gar kein Bock. Wo kann ich das jetzt testen? Wir haben Leute da eine Leiter aufgestellt, warum auch immer. Aber warte mal, wenn ich jetzt den TCK nehme, ne? Und den jetzt hier hinstellen möchte. Dann will er mir also jetzt erzählen, dass ich da jetzt auch noch was Neues bauen kann. Ich muss die Konstruktion woanders errichten. Ich markiere diese Zeitregenunterstand. Seilrutsche. Aha. Ah, guck mal, da hinten ist eine. Das heißt, wenn ich... Ah, hier ist auch eine. Okay. Also da ist eine Seilrutsche und wie soll das gehen? Seilrutsche benutzen. Mach das mal. Okay. Und jetzt? Zum anderen Ende rutschen. Alter, wie geil ist denn das? Ja, voll nice. Geil. Ziel wählen. Kann ich auch andere Rutschen anrutschen? Außerhalb der Reichweite. Okay. Cool. Kann ich jetzt alles durchrutschen oder was? Manchmal laufen da so Brennende rum, aber irgendwie ist nichts anders. Aber ich bin zu doof. Was? Wenn die Pokémon so brennen... Achso, Pokémon. Wenn die Pokémon brennen, dann sind sie gleich tot. So, warte mal. So, ich muss ja mal rausfinden, wo ich jetzt hin muss. Ich muss jetzt dahin, ne? Der Typ hat mir gesagt, jo, hier, du kannst dich auch hinseppen lassen. Aber dann ist halt meine ganze Fracht weg. Habe ich also gar keinen Bock drauf. So, jetzt habe ich ja hier eine Seilrutsche. Das bringt mir erstmal nicht so viel. Cooler wäre es natürlich jetzt eine Straße zu haben. Hier sehe ich schon, ist ein bisschen Straße gebaut, aber nur ein bisschen. So, das ist also schon mal alles scheiße. Aber so ein Auto wäre schon ganz geil eigentlich. Das heißt, ich rutsche jetzt einmal wieder zurück und hole mir hier meine Karre wieder. Oder nicht? So, also wieder zurück. Hui! Bin mal gespannt, ob ich da hinten hinrutschen kann. Ja, geil! Guck mal! Ich kann jetzt von Rutsche zu Rutsche rutschen.
Das ist ja voll nice. Immer die Frage, wo die Leute die Rutschen hingebaut haben. Jetzt gibt es hier keine erstmal in der Nähe. Aber das ist natürlich geil. So, danke. Voll cool. Kann man den neuen Replika upgraden? Was heißt das upgraden? Du kannst natürlich neues Leder dran machen. Und du kannst... Na gut, Steine hat er nicht. Also du kannst jetzt keine Steine ersetzen, weil da gibt es keine Steine, die du ersetzen kannst. So, jetzt fahren wir hier mal wieder rückwärts raus. Guck mal, das Auto blinkt ja richtig. Geil. Wann gibt's schon mal Spiele, wo man endlich mal blinken kann? So, warte. Ach, scheiße, das wollte ich nicht machen. Jetzt muss ich dahin. Und dann muss ich hier einmal rum, Alter. Das ist ja eine richtige Tortur. Kranker Kack. Hier wäre auch cool, wenn ich da nochmal gewesen wäre, oder was? Fragile-Sprung möglich. Fracht für Sam vorhanden. Ja, ich fahr mit. Wakeman, danke für deinen 23 Monate Resub. So, das heißt, da fahren wir jetzt hin. Dann ist halt wieder die Frage, ist das wieder so eine Scheißstrecke? Was ist denn jetzt los? Hä? Oh nein. Zum Erzählen, jetzt sind hier GDs in der Nähe oder was? Nö. Alles gut. Ah, gar kein Problem. Gar kein Problem. Oh fuck. Aber jetzt sind GDs in der Nähe. Und ich sitze in einem scheiß Auto. Na toll. Okay, jetzt hätte ich gerne mal eine Info, wie ich das jetzt machen soll. Schon wieder Cam eingefroren, Alter. Ich hasse den Scheiß. Achso, ich mach mal wieder meinen Firefox aus. Ich wette, das wird jetzt auch wieder reichen. Okay, warte mal. Kann ich außen rumfahren? Wenn hier so ein krasses Regengebiet ist, kann ich vielleicht irgendwie doch außen rumfahren? Denn hier vielleicht lang? Das ist wahrscheinlich die beste Lösung, wa? Aber hier ist halt eine... Ah, gut, das ist so ein Stück Straße, das bringt mir auch nichts. Na gut. Dann steigen wir jetzt hier einfach wieder ein. Und hoffen, dass diese komischen Viecher mich nicht erwischen. Wenn die mich in dem Auto erwischen, dann bin ich natürlich richtig... Dann ist vorbei. Ja, dann kriege ich richtig aufs Maul. Cam schläft schon. Ja, kann auch sein. Der Hyruler, grüße dich. Willkommen in meinem Stream. Hast du eigentlich einen Artikel, den ich über Facebook geschickt habe? Ja, ja. Kret hat mir einen Artikel geschickt, von wegen, dass die Leute mehr daran interessiert sind, in diesem Spiel hier Straßen zu bauen, damit andere die verwenden können, statt wirklich das Spiel zu spielen. Finde ich natürlich sehr lässig. Aber dadurch, dass nicht jeder, der online ist, auch meine Straße baut quasi. Also nicht jeder Typ, der das Spiel spielt, ist auf meiner Map zu sehen.
Damit ist es alles ein bisschen schwierig. Ansonsten wäre hier sicherlich schon jede Straße da. Aber jetzt zum Beispiel ist hier ja keine Straße in Sicht. Jetzt muss ich aber aufpassen. Oh. Oh, Scheiße. Oh nein. Oh nein. Oh fuck. Oh shit. Komm schon. Du packst das. Die Karre fährt. Wie das Pferd bei Skyrim. Zieht das hier durch. Da lang. So, werde ich hier ganz zufällig aufgeladen? Nein. So, wo sind wir noch dahin? Aber ich glaube, hier drüben fährt es sich ein wenig angenehmer. Ich finde es ja auch hubelig, ist wie Sau. Karim, grüß dich. Warum nur 48 Leute wissen hier nicht, wer Marin ist? Ja, gut. Die wissen wahrscheinlich, wer ich bin und deswegen kommen sie alle nicht. Ja, ich denke mal, das Spiel ist schon... Das ist halt nicht was für jedermann so. Das ist halt was Spezielles. Von daher... Kann das schon verstehen. Außerdem, wie gesagt, das ist ja jetzt schon der vierte, fünfte Stream von mir. Diese Woche. Irgendwann ist ja auch mal gut. Fahr hier mal eben schnell hier mal hoch. Oh nee, Alter. Gut, das war keine gute Wegbeschreibung hier. Vielleicht hier irgendwo anders lang. Na, das läuft doch hier. Eine 1A Karre ist das. Kann man hier richtig schön lang fahren. Bessere Straßen habe ich noch nie gesehen. Besser sind die Straßen in anderen Ländern manchmal auch nicht. Aber ist schon richtig, dass es dahin muss, ne? Ja, ist richtig. Ja, yeah. Auf zwei Rädern fährt sich immer besser. Kann ich irgendwie besser lang fahren? Ich weiß es nicht. Gerade von WW live zurück und Martin streamt. Sehr gut. Wo war das heute? Ich habe nur einen Typ angeschrieben auf Instagram. Der war richtig enttäuscht. Weil der wollte unbedingt Bray Wyatt sehen. Und Bray Wyatt war ja nur am ersten und zweiten Termin da. Oder nur am ersten. Und bei den anderen Deutschland-Terminen war Bray Wyatt ja nicht da. Und der war richtig sauer. Vorher angekündigt und dann nicht dabei sein. Das ist schon scheiße. Kann ich schon irgendwie nachvollziehen, dass die Leute dann pissed sind. Oh, hier kann ich mein Auto aufladen. Es ist aber mega gut. Düsseldorf, ah, okay. Ja, ich finde das Spiel auch mega gut, aber es ist natürlich trotzdem schon nicht so einfaches Zeug. Das ist halt schon ein bisschen was anderes. Ist halt kein Pokémon. Alter! Einfach mal übelst festgesteckt und dann war mal klonk. Scan wird gestartet. So, ist doch richtig, ne? Ja. Bei meinem letzten Türkei-Urlaub dachte ich, der Taxifahrer würde mich umbringen. Cool. So rasant wie der Zug.
belüfteten Straßen, den ganzen Abgründen vorbeisaust. Ja, naja, die können das. Die kennen sich da aus, aber wir. Außerdem ziehen die ja eh durch wie die Kaputten. So, 80 Kilo, keine gute Idee. Wir geben erstmal den ganzen Scheiß ab. Gut, so viel habe ich nicht. Toll. Muss sagen, ging ein bisschen bisschen kurz, nur knapp 2 Stunden, aber Zuschauer waren voll da, die Match war schon sehr geil. Tja, das kann ich auch nur sagen, also die WWE Live-Touren, das ist nicht viel, was du da zu sehen bekommst. Die Matches sind auch alle nur so okay. Aber es lebt halt davon, dass du halt diese Stars mal siehst, so. Und daher funktioniert das ja alles immer noch. Aber du hast auf jeden Fall mehr davon, wenn du zu einer deutschen Wrestling-Veranstaltung fährst. Da ist zufällig eine Riesenveranstaltung am 28. Ganz zufällig natürlich nur. Am 28.12. Können wir mal machen. Hat er nämlich. Setze Verankerungen und verbinde sie mit einem Seil und schon reist du in Rekordzeit von A nach B. Probier's mal aus. Also, ich sag euch, wenn ihr bei der WWE Live-Tour wart, irgendwann mal und überlegt, zu Unlimited zu fahren, es ist ein himmelweiter Unterschied. Wrestlerisch ist es einfach viel, viel besser und auch von der Stimmung her, eigentlich ist alles besser. Nur du kennst halt die Wrestler nicht, die da im Ring stehen, also noch nicht, aber ansonsten ist das immer besser. Apropos WWE Live, hast du das mit Linda mitbekommen? Nur so halb. Ich habe nur mitbekommen, dass Linda Seth Rollins getroffen hat, aber mehr auch nicht. Linda ist unsere Fotografin. Hallo Robert. Aber gab es jetzt nun ein Update bei WWE oder nicht? Finde ich denn das jetzt raus? Guten Morgen, Sam. Blutabnahme abgeschlossen. Twitter? Danke für deine Großzügigkeit. Twitter Hashtag FixWWE2K20 Neueste. So, also ich kann mich jetzt hier auf jeden Fall Beam. Ich könnte diesen komischen Fragile-Sprung machen. Will ich aber nicht. Ja. Okay. Aber auch hier kein. Warte mal, WWE2K20 Patch, vielleicht kommt da irgendwas. Neueste. Easy Patch that worked. Damn, shame you guys. Vor einer Stunde. Gab es da jetzt nun ein Patch oder nicht? Keine Ahnung. Die Leute regen sich alle nur darüber auf, dass es mehr gepatcht werden sollte. Ich hab die Mission jetzt nicht angenommen. Kalk wieder aus, reicht. Ja, sie hatte Seth vor WWE Erfurt angeschrieben, dass sie da ist. In der Pause hat Seth sie von Security holen lassen und Backstage bringen lassen. Weil er sie richtig feiert, weil sie die ganzen Edits von ihm macht. Richtig geil.
Krass. Das ist aber nice. Ist natürlich auch wieder lustig, dass ein Mädel schreibt Seth Rollins an, ey, ich bin übrigens da, und er sagt, ey, ich hol dich backstage. Wenn das Becky sieht, oh oh. So, lade aufs Fahrzeug. Ach komm, lade alles aufs Fahrzeug, passt schon. Jo. Aufbrechen. Dann weiß nicht, ob es so eine Unterhaltung war. Naja, es war vielleicht nicht so eine Unterhaltung, aber... Also, ne? Das hätte ja ausarten können. Aber auf jeden Fall coole Aktion. Und ja. Könnt ihr mal sehen, was wir für eine gute Fotografin haben. Dass sie selbst von Seth Rollins backstage gebracht wird, weil die Arbeit von ihr so gut ist. Warte mal, wieso muss ich denn sein? Ziel, Wegposten, Dings. Aber ich sehe mich schon da den Berg hoch rennen. Ich sehe es schon kommen, ey. Ich dachte, ich musste erstmal hier hin. Oder nicht? Scheiß drauf, oder? Teiler, Wegposten. Nö. Na gut. Dann muss ich irgendwie dahin. Wie auch immer ich das jetzt wieder mache, ey. Machen wir wieder eine Querfeld-Ein-Aktion, oder was? So eine Geschichte, ich kenne dich nur von einer Bekannten mit Corbin. Ah ja. Corbin, der kleine Wichser. Dem würde ich sowas auch zutrauen. Aber ist nun mal, ne? Das würde man immer, Mann immer ausnutzen. Waffen ist es von größter Bedeutung, sich in Zurückhaltung zu üben. Ich schätze, dir ist klar, dass Töten keine Option ist. Mehr Leichen bedeuten mehr GDs und möglicherweise mehr leere Stürze. Wenn du jemanden tötest, gefährdest du nicht nur dich, sondern auch viele. Aber wenn ich die überfahre, ist doch nicht töten, oder? Ist doch nicht schlimm. Hoppala. Den habe ich nämlich eigentlich gar nicht gesehen. Das war nämlich gar keine Absicht, war das nämlich gewesen. Auf den da jetzt. Sag mal so. Hoppala. Das war ja wohl nicht meine Schuld. So, jetzt muss ich hier irgendwie... Irgendwie hier rumkommen, rüberkommen, wie auch immer. Oh, 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 oh. Ah, guck mal, da muss ich hin. Ich sehe es schon. Ich kann den Kopf schon sehen. Merke, der Truck kann nicht fliegen. Hör es runter. Der Truck kann richtig gut fliegen. Ich finde das so lustig, dass der blinken kann. Weißt du, Apokalypse, keine Straßen, aber Hauptsache Blinker setzen. Das ist wichtig. Gibt ja mehr als genug, die es machen. Ja, naja, ich verübel das niemanden. So. Keine Ahnung, wenn ich Single wäre, ich würde das auch ausnutzen. Oder mit allen Fangirls vögeln. Also mit der halben. Was ist denn jetzt los? Ach scheiße, jetzt kommen hier wieder die Dings, oder was? Ja, aber es ist noch nicht so schlimm. Aber jetzt ist es schlimm. Okay, die Ds sind in der Nähe. Alle? Klar, mit allen. So, wie mache ich das jetzt am besten? Jetzt bin ich natürlich im Auto unterwegs. Das heißt, ich bin gefundenes Fressen für jeden GD im Umkreis von 1 Million Kilometer. Fahren wir hier rüber.
Nur Girls, die Abo. Ja. Ich habe ja gesagt, nur ficken. Aber mit den Männern, also so ein Kuss mit Zunge ist doch auf jeden Fall drin, oder? Ist immer noch da hoch. Ich würde sagen, ich fahre da jetzt einfach hoch, oder? Guck mal, das ist doch ein schöner Berg, da kann man 1A hoch. Ja. Das ist doch easy. Wie wäre es mit Diablo? Inwiefern? Soll ich das spielen oder als Kosenamen für meinen Sexpartner oder was soll mir das jetzt sagen? Zocken. Ach du Scheiße. Dir ist schon bewusst, dass ich ungefähr noch bis 2027 dieses Spiel spielen werde. Ich sag's nur. Guck mal, wie sich die Karre quält, Alter. Das ist ein 45 Grad Anstieg, Alter. Du packst das! Gib dir Mühe! Schalt noch einen Gang runter und dann geht es. Oh, jetzt wird's höher. Oh, 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 oh. Ah, die Karre fährt, Freunde. Das könnte ich mit meinem Mazda nicht. Dir das an. Das ist auf jeden Fall jetzt mehr als 45 Grad. Aber es hat geklappt. 1A. Zack. Wegposten. Oh, oh, oh. Jetzt wird's aber kriminell. Oh, shit. So. Haha. Easy peasy. Oh, scheiße. Kann ich hier nirgends parken? Muss ich die Karre hier abstellen. Ja, bloß auch auf Dauer eh nur Bock langweilig. Ja, keine Ahnung, Diablo war noch nie so meins. Ich hab's damals, den zweiten Teil oder so, habe ich, als der rauskam, habe ich den mal gespielt. Aber da war ich noch jung und knackig. Ich glaube, da war ich 37 oder so. Oh, geil! Das war doch mal eine einfache Frachtlieferung. Gerne mehr so von. Oh, so von. Du musst Sam Bridges sein. Bin ich. Diese Ein-Mann-Expedition. Trotz unserer abgelegenen Lage kriegen wir hier oben alles mit. Wir wissen alles über den großen Lieferanten, den GD-Killer, den Terroristen. Stopper. Am letzten Namen feile ich noch. Freut mich echt, dich kennenzulernen. Also, was hast du für uns? Ich hab für euch richtig schönes Zeug. Das wird uns sehr helfen. Danke. Du wirst den Wegposten nicht wiedererkennen, wenn wir fertig sind. Okay. Ihr habt ein bisschen Keramik gerichtet. Was wollt ihr denn machen? Wollt ihr alles in ein Badezimmer? Wollt ihr hier ein türkisches Bad eröffnen? Fähiger Frachtträger. Frischfähig. Alles klar. Jetzt müssen wir nur noch ans Netzwerk angeschlossen werden. Klar, kein Problem. Also bisher, ich spiele jetzt schon seit was? Seit 40 Minuten, 45 Minuten oder so? Und bisher ist noch nichts schief gegangen. Das ist ja komplett neu für mich. Damit weiß ich gar nicht umzugehen. Guck mal, ein schönes großes Areal freigeschaltet. Plattenpanzer, nice. Ein nicht tödliches Sturmgewehr. Was soll ich mit so einem Müll? Kann keiner mehr brauchen. Grüß dich, Morsel. Wir saßen wortwörtlich viel zu lange auf einer Insel fest. Ich kann es kaum erwarten, wieder der Abend ist noch lang. Wieso? Es wird viel Arbeit brauchen, um diesen Ort zusammenzuflecken. Aber ich bin aber so motiviert wie nie zuvor. Spiel verschwinde ich heute nachher. Danke, Sam. Und viel Glück da draußen. Nicht, dass du es bräuchtest. Ehe du dich versiehst, bist du an der Westküste. Ich mal hier nebenbei gerade tatsächlich mal. Was? Gute Arbeit, ich mal hier jetzt nebenbei gerade tatsächlich mal an meinem Bild. Jetzt ich mal hier an meinem Bild. Ich kann es kaum glauben. Was malst du denn für ein Bild? Unübersichtlich, aber es hat wohl einen Unfall gegeben und es müssen Verletzte versorgt werden.
Wurde heute nicht genau in Düsseldorf reingelassen, weil ich ein Y2J-T-Shirt anhatte. Alter. Echt? Und das war wahrscheinlich noch ein WWE Y2J-T-Shirt. Krasse Scheiße. Ja, fand das sehr assi. Ja, glaube ich. Das ist also in Norddeutschland. Also es ist ja, ne? Deutschland Hausshow. Das sieht niemand. Also, weil das Sinn macht. Wir schicken den Bot wieder los. So. Ausrüstung herstellen. Eine Panzerung? Achso. Das ist eine Panzerung für deine Schultern und Beine. Cool. Der Nachteil ist, dass du in ihr keine Fracht transportieren kannst. Du musst die Vor- und Nachteile abwägen. Ja, mir nehme ich sie nicht mit. Nicht tödliches Sturmgewehr. Was soll ich denn damit? Schießt Gummigeschosse. Aber wahrscheinlich ist es besser, ein nicht tödliches Sturmgewehr dabei zu haben, als ein tödliches Sturmgewehr. Weil ich ja alle Leute, die ich hier sehe, nicht killen sollte. Oder? Die ganzen Leute, die mir über den Weg laufen, das wäre doch immer besser, wenn ich die nicht töte. Ah, ich hab auf jeden Fall gehört. Hast WhatsApp mein Jahreszeitenbaum? Was ist los? Alter. Okay, Cat malt wirklich ein Bild. Bild. Na dann. Und dann hängst du das bei dir in der Wohnung oder was ist los? Ich habe jetzt eine Mail geschrieben und auch meinen Anwalt mal angerufen, weil er sagte, oh, das bekommen wir noch hin, dass sie dafür blechen. Ja, dann kann ich dir was sagen. Und zwar, oh, das bekommt ihr garantiert nicht hin, dass ihr dafür blecht. Denn die WWE hat Hausrecht in den Arenen. Und wenn die sagen, deine Stirn ist zu hoch, dann hast du da nicht drinnen zu sein. Das ist nämlich das Ding. Hausrecht hat kein, muss nicht einen Grund haben. Wenn du in der Kaufhalle bist und sagst, dann kommt der Besitzer von der Halle und sagt, von der Kaufhalle und sagt, ey, verpiss dich. Dann hat der das Hausrecht. Keine Chance. Also von daher, ich weiß nicht, ob dein Anwalt größenwahnsinnig ist oder so, aber no chance in hell. You've got no chance. Also wirklich, kannst du abessen. Da kannst du natürlich Millionen jetzt in deinen Anwalt reinplusten. Kannst du natürlich auch gerne mal einen Sub hier lassen und mal ein paar Euros hier donaten. Da hast du sicherlich mehr davon, weil das wird nichts. Das wird einfach nichts. Ist es eventuell möglich, eine Unlimited Show in der Nähe von Köln zu veranstalten? Nein, denn wir sind im Harz. Wir sind in Mitteldeutschland, damit auch jeder die Möglichkeit hat, zu uns zu kommen. Und deswegen sind wir hier. Aber du kannst natürlich auch gerne einfach ein paar Leute aus Köln in dein Auto stecken und dann fahrt ihr alle gemeinsam zu Unlimited. Dann macht dann schön... Wenn die geilen Roadtrip. Geschwindigkeit, das A und O. MG überprüfe Roadtrip. MGTV Roadtrip. Was du brauchst, um schnellstmöglich dein Ziel zu. Mag sein, aber die Security hat uns angegriffen, als wir gesagt haben, dass es doch totaler Müll wäre. Was heißt denn angegriffen? Wie viele Knochen wurden gebrochen? War die Polizei vor Ort? Nur das zählt. Ansonsten kannst du da nichts beweisen. Das wäre noch eine zweite Option. Ja, und ist wahrscheinlich auch die bessere. Ja, komm mal, wie die Leute hier heute. Kommen jetzt alle von der WWE Deutschland Tour, sind alle enttäuscht. Ja. Das wird euch bei mir nicht passieren.
Kommt zu Unlimited, ihr werdet nicht enttäuscht werden. Boah, also guckt euch das an, der quält sich hier wieder schön den Berg hoch. Morsel kann dich mitnehmen. Siehst du? Timmer würde auch fahren. Timmer würde auch fahren. Und der klagt sich gerade durch die WWE, von daher. Der klagt sich noch bis in WrestleMania Main Event. Aber ehrlich, da kannst du nichts machen. Also, wenn der Typ dir nicht zufällig die Nase gebrochen hat und du halt krankenhausmäßig bescheinigen kannst, dass du wirklich Knochenbrüche hattest oder irgendwas, dann kannst du Schmerzensgeld von dem Typen einklagen. Aber ansonsten kannst du nichts tun. Hoppala, oh, oh, Verzeihung, oh, oh, shit, oh, ja, ah, hoppala, ah. Ja, stöhnt sich hier richtig ein zurecht. Gibt keinen Krankenhausbericht, Platzwunde mehr nicht. Tja, wenn es keinen Krankenhausbericht gibt, dann hast du da echt schwierige Chancen, weil das wieder ganz, da passiert nämlich wieder Folgendes. Du sagst, ja, ich habe Zeugen, dass der mich angegriffen hat. Dann sagen die, erstens haben wir auch Zeugen, dass du selbst schuld bist, und zwar alle Kollegen von denen, weil Security-Personal ist auch heilig. Und die andere Sache ist, der kann immer noch vertreten, dass er nur seinen Job gemacht hat, weil du nämlich aufmüpfig geworden bist. Du bist nämlich, du hast den auch angreifen wollen und da er Security ist und für Sicherheit sorgen muss, weil du eine Gefahr für andere auch dargestellt hast, der hat vor Gericht einfach bessere Karten. Ich würde dir gerne alles Geld der Welt zuschustern, aber du hast vor Gericht keine Chance. Der Typ hat viel, viel bessere Karten als du. Weil das einfach sein fucking Job war und du warst schon kurz davor, andere Leute noch anzugreifen. Weil du so sauer warst. Kannst du doch nicht gegenteilig beweisen. Und da er die anderen Gäste da in Gefahr gesehen hat, musste er seinen Job als Security-Typ natürlich wahrnehmen und musste dich stoppen. Weil du so aggressiv warst. Ich weiß, dass das alles nicht so war, aber so kannst du vor Gericht argumentieren. Also der in dem Fall. Dann hast du Probleme. Ich hier den Typen überfahren. Klappt nicht. Prometheus haut noch an Morsel einen Zap raus. Alter, geil. Vielen Dank. Und Morsel, guck mal, jetzt bist du schon Zap. Jetzt kannst du dich noch besser mit den anderen Jungs gruppieren. Jetzt könnt ihr eure eigene Fankurve bilden. Eine Unlimited-Kurve, also quasi ein Kreis. Sam, wir glauben, dass du an eine lokale Terrorzelle geraten bist. Ex-Mules, die komplett vom Weg abgekommen sind. Frachtdiebstahl reicht denen nicht mehr. Chaos und Zerstörung sind jetzt ihre... Ach, das sind jetzt also Gegner, die ich hier töten kann. Aber du hast sie auflaufen lassen. Du hast deine Fracht beschützt. Tolle Arbeit. Klar, mach ich doch. Frei vorbei, kannst du die bestimmt nicht los. Halt die Augen auf. Guck mal, Timme sagt, hier, er fährt irgendwie Spritkosten übernehmen. Ich gucke doch mal an. Das ist doch Liebe. Das finde ich geil. Ey, ihr findet bestimmt noch ein paar mehr Leute. Aber dann sage ich euch auch schon mal, ihr solltet schnell Karten besorgen. Ja? Wir haben nicht mehr allzu viele Karten. Und die Werbung geht... Warte mal, heute war Samstag. Scheiße, eigentlich wollte ich heute Postings machen wegen Werbung. Habe ich auch wieder verpeilt. Mache ich jetzt morgen. Also morgen geht die lokale Werbung hardcore los. Also, ne, es ist, ich würde an eurer Stelle nicht so lange warten mit Tickets bestellen. So. Also das Lesen ist nicht so deins. Meins?
Ach so, es gibt einen Krankenhausbericht. Ah! Dann sieht das natürlich wieder ganz anders aus. Das Problem auch da wieder, der Typ kann trotzdem immer noch argumentieren, dass er das machen musste, weil du die anderen auch gefährdet hast. Aber man könnte über den Grad diskutieren. Das heißt, man könnte ja darüber diskutieren, ja, er musste die stoppen, aber musste er die unbedingt eine Platzwunde zuführen? Da kann man dann drüber reden, aber du wirst mehr Kosten, Anwaltskosten und so weiter haben, als du wirklich dann letztendlich davon hast. Busybone, hier, Timme, der kam nicht rein, weil er ein Jericho-T-Shirt anhatte. Gestern war WWE in Regensburg, 49 Kilometer von mir entfernt. Tja, und du fährst trotzdem lieber zu Unlimited. Komm bei dir aber im Jericho-Shirt und wehe, da gibt's genauso Ärger. Ey, bei mir wird das begrüßt. Jericho ist doch super. Aber ihr müsst natürlich dann trotzdem noch Unlimited-T-Shirts im Shop kaufen. Das ist natürlich auch klar. Einfach schon alleine, weil darum. Karten hängen am Kühlschrank. Ach, du hast schon Karten für Unlimited. Okay, geil. Na gut. Dann. Ah, geiler Typ, ey. Und warum hast du dein kostenloses Amazon Prime Sub bei mir nicht rausgehauen? Da muss Morsel noch eins holen. Ich verstehe sowieso nicht, was ich die WWE dabei denke. Ich meine, was ist so SXGI? Wahrscheinlich wäre es so schlimm. Nichts schlimmer. Was, jemand kam nicht rein wegen Jericho-Shirt? Ja. Stimmt, ja, verstehe ich auch nicht. Kauft sich für 80 Euro ein WWE Live-Tour-Ticket. Ja, manche haben ja 150 dafür bezahlt. Überleg mal. Ihr kauft für 150 Euro ein Ticket für die WWE Live-Tour. Für 150 Euro könnt ihr alle unsere Shows nächstes Jahr gucken. Für den gleichen Preis kriegt ihr alle unsere Shows. Und das Wrestling ist viel, viel besser. Sturmgewehr, Stufe 2. Verklappt. Oh, das ist toll. Endlich kriegen wir Informationen. Und wenn es wieder Ärger gibt, können wir schneller beschreiben. Kaffeetyp, da hätte ich eine richtige Welle gemacht. Hat er ja auch. Deswegen hat er auch auf die Fresse gekriegt. Das ist ja das. Bis Mountain North City musst du keine Zwischenstopps mehr machen. Aber dieses letzte Stück wird das bisher härteste. Da war ich mit meinem Auto hin, es läuft. Ich fahre lieber 500 Kilometer als 20 Minuten zur WWE. Ja, und du wirst da mehr von haben. Das ist einfach so. Kann aber auch passieren, dass sie Lebenslangverbot der WWE-Show erteilen. Ja, aber in Deutschland ist das meistens nicht so schlimm. Shirt hätte ich ausziehen und abgeben müssen. Ja gut, abgeben finde ich auch scheiße. Und jetzt sagen, okay, ich drehe es um von mir aus auf links, dass das Bild nicht mehr zu sehen ist. Okay. Aber da denken die wahrscheinlich auch, ja, dann ziehst du es nachher wieder um. Weißt du? So, wir haben hier ein Träumchen und ein Baby. Oh, ein kleines Baby. Busy Bone. Oh, Tim hat bekommen das Subgeschenk. So geht's natürlich auch. Alter. Oh, Nyla Rose. Alter, mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß. Alter! Das macht man nicht. Weil sie nur den Schmuck haben. Er ist nämlich eigentlich so ein Dieb.
Amelie. Oh, da ist er. Hicks und seine Leute sind da. Sie haben Edge North City erreicht. Was? Es gibt kein Entkommen mehr für mich. Alle sind tot. Die Stadt ist zerstört. Und durch die Trümmer streifen GDs. Sie sind überall. Wo ist dein Capo? Aber ich konnte mich fortschleichen und Kontakt mit dir aufnehmen. Vielleicht reden wir gerade zum letzten Mal so miteinander. Ich wollte dir nur sagen, dass ich in Sicherheit bin. Vorerst. Versprich mir, dass du das chirale Netzwerk weiterbaust. Das ist unsere einzige Hoffnung. Meine Hoffnung auf Freiheit. Und wenn du fertig bist, können wir zusammen in den Osten heimkehren. Amelie, dein Kipo, wo ist das? Sam, ich werde am Strand auf dich warten. Die machen aber 420 Kilometer, ist schon ein bisschen viel. Ja, kann ich ja nachvollziehen. Die Aktion, dass ich ein Abo verdient, schreibt Busy Bo noch dazu. Ja, klar. Bisschen rebellieren, da sind wir doch alle dabei. Truck repariert, Lieferbot abgeschlossen, okay. Kann ich jetzt wieder gehen? Warte mal, kann ich meinen Rucksack noch mit irgendwas? Wie der aussieht, ey. Überall Granatentaschen. Toll. Der sieht aus wie Daryl aus The Walking Dead. Das ist ja auch Daryl aus The Walking Dead. Das ist ja auch der Schauspieler von dem. Von der Serie. Stimmung ist besser, Matches sind besser, Feeling ist besser, Crowd ist besser, nimm das einfach geiler live. Ja. Das ist der Vorteil an den Indies, man hat einen besseren Draht zwischen Wrestler und Fans. Ja, eben. Arme wirkt etwas dürr. Bevor die WWE einen Fall vor Gericht verliert, friert er die Wüste ein. Ja, das auch. Hey Sam, ich habe wichtige neue Informationen. Vor kurzem kann spielen die Serie nicht, du kennst nicht Walking Dead. Es geht um BBs. Ich habe das selbst ausgegraben, nur damit das klar ist. Aber du weißt, wie der Typ heißt in der Serie? Und wenn jemand fragt, schieb alles auf mich. Du sollst nicht darunter leiden müssen. Du hast dir einfach nur mein Gelaber angehört, okay? Jedenfalls hat Bridges wohl nicht als erster wieder BB-Technologie eingesetzt. Es war eine Separatistengruppe. Laut den Aufzeichnungen Terroristen, die gegen die Expansion der UCA waren, sie begannen vor etwa 3 Jahren, sie zu benutzen. Etwa zu der Zeit, als Bridges 1 anfing, sich nach Westen zu begeben. Anscheinend hatten diese Separatisten ebenfalls Probleme mit GDs und wollten sie aufspüren, um sie vielleicht auf uns hetzen zu können. Als Bridges das erfuhr, wurde entschieden, Feuer mit Feuer zu bekämpfen und als Abwehrmaßnahme fortan BBs zu benutzen. Vielleicht wurde deines zu genau diesem Zweck in Betrieb genommen. Eigentlich damals den Punky Five Verricht gegen die WWE gewonnen. Denn die Dienstakte von BB 28 fehlt. Ich fand es immer seltsam, dass wir so bereitwillig Technologie einsetzen, die wir kaum verstehen. Jetzt wissen wir warum. Wir ahmen ja, ja. Von Anfang an die Methoden und Techniken anderer nach. Aber du solltest. Aber er war ja auch nicht gegen die WWE, sondern es war ja gegen den Arzt. Es geht um die ursprünglichen Bridge Baby Experimente. Das wenige, das ich finden konnte, deutet darauf hin, dass sie etwa um die Zeit des gestrandeten Todes begannen. Nein, nein, das ist nicht. Death Stranding ist auch keine Serie. Ich dachte jetzt, du kennst das Wochenende. Das vollständig ausgelöscht wurde. Und zwar fast sicher durch einen Leeresturz. Damals hatten diese Experimente die volle Unterstützung und Akzeptanz der amerikanischen Regierung. Es ist nur Spekulation. Aber ich vermute, dass das BB-Programm ersonnen wurde, um ein besseres Verständnis vom gestrandeten Tod zu erlangen.
Doch aufgrund von Bedenken rund um Ethik und Sicherheit war die Öffentlichkeit strikt gegen das Programm. Trotzdem machten sie weiter. Und ich glaube, als sie versuchten, die größte Katastrophe ihrer Zeit zu verstehen, verursachten sie eine weitere. Stimmt. Ich erinnere mich an das Zitat, ja. Dass der Präsident selbst bei der Explosion starb. Nach seinem Tod, als ihm die damalige Vizepräsidentin Strand nachfolgte, wurden die Experimente per Regierungserlass ausgesetzt. Dokumente wurden geschreddert, Anlagen stillgelegt und alles unternommen, um den Anschein zu erwecken, die BBs hätten nie existiert. Was die Frage aufwirft, wie es kam, dass irgendeine Separatistengruppe die Technologie Jahrzehnte später reaktivieren konnte. Ich sage dir Bescheid, wenn ich auf etwas stoße. Sam, sieh dir auf dem Lieferterminal die Auftragsliste an. So, das wird die bisher härteste Etappe. Die Einwohner von Mountain Nord City haben ein dringendes Problem, das gelöst werden muss. Aus dem Boden in der Nähe der Stadt steigt eine teerartige Substanz hoch. Die Menge nimmt stetig zu und es wird nicht lange dauern, bis sie sich in die Stadt ergießt. Auch innerhalb der Stadt wurde schon Auswurf gemeldet. Wenn wir nichts unternehmen, könnte die ganze Stadt in naher Zukunft vom Teer verschlungen werden. Haben einen Auftrag aus Mountain Nord City. Genaueres erfährst du am Lieferterminal. Teer. Wer ist Teer? Diese Waffe kann mit Blutkugeln geladen werden. Oh. Außerdem hat sie ein Leuchtpunktvisier. Erleichtert das Zielen. Cool. So, jetzt ersetze ich also meine beiden Knarren Stufe 2. Und dann werde ich die Sturmgewehr Stufe 1 in meinen privaten Spind legen. Nicht tödliches Sturmgewehr Stufe 1. Ab in Spind, nicht tödliches Sturmgewehr ist da. Und wo ist jetzt mein tödliches Sturmgewehr? Hä? Sturmgewehr Stufe 1 habe ich doch eben auch gekauft. Bin ich dumm? Da, hier, Sturmgewehr Stufe 2, sehr gut. So, Granate. In Granatentasche. Schade. Ja, auch noch klappen können. Gut. Kann ich hier eh nicht viel mehr machen. Dann nehmen wir noch die Auftritte. Erstmal schicken wir den Bot wieder los. Ach so. Gut. 80 Kilo, ey. Oh, warte, muss ich jetzt wieder zurück? Ach nee, jetzt muss ich da rein. Ah, okay. Große Mengen. Es könnte schwierig erweisen, ihn zu Fuß abzuschließen. Fahrzeug wird empfohlen. Na, das hätte ich doch sowieso genommen. So, dann... Oh, guck mal, wie viele Waffen ich jetzt hier habe. Geil. So, das haben wir aber alles. Den Truck nehmen wir natürlich mit. Und alles drauf auf Fahrzeug. Antimateriebombe? Schon wieder so eine Scheiße? Ein äußerst gefährlicher Gegenstand. Jeder starke Stoß kann ihn explodieren lassen. Wenn die Fracht in Gefahr ist, ertönt ein Alarm. Na toll! Wir erinnern uns nochmal ganz kurz, wie ich nochmal Auto fahre. Na danke. Der Behälter für diese Antimateriebombe ist nicht auf lange Transporte ausgelegt. Na toll. Die Antimaterie wird von empfindlichen magnetischen Fängen aufgeteilt. Ein schwerer Stoß, waghalsiges Fahren, ein unausgeglichener Schweber, viele Dinge... Okay, erwartet, dass ich jetzt auf jeden Fall mich selbst in die Luft jage. Wenn der Behälter Anomalien registriert, sollte ein Alarm losgehen. Wenn er auslöst, machst du was falsch. Alter, und wenn die Bombe explodiert, haben wir ein riesiges Problem. Ja, ich habe ein Problem. Ein katastrophal riesiges. Okay, dann laden wir die Bombe mal auf mein Fahrzeug. Ach du Scheiße, ey. Wegen Service-Series und dritte Brand wird gepusht werden. Ja, deswegen geht's gerade nach oben, ja.
kann man ein Foto mit dir bei Unlimited machen? Natürlich, dafür bin ich da. Ihr könnt mit jedem Wrestler bei uns Fotos machen. Wenn mir ein Eingestellter so viele Probleme macht wie der Arzt von der WWE, würde ich ihn feuern. Ja, aber es war ja nur dieser eine Fall eigentlich. Wenn Fox mehr zahlt, gewinnt SmackDown dieses Jahr. Das stimmt natürlich. Das kann auch sein. Es kann sein, dass zum ersten Mal jetzt SmackDown gewinnt. So, gut, auf geht's. Es wird jetzt ein Bombentransport, sage ich euch. Was ist, wenn ich ganz hinten stehe, sitze? Wie bekomme ich ein Foto mit dir? Einfach nach der Show da bleiben. Alle Wrestler kommen nach der Show raus. Für Fotos, für alles Mögliche. Vielleicht nicht alle. Aber die meisten Wrestler werden nach der Show rauskommen. Für Bierchen trinken und für erotisches Beisammensein. Schön, dass du es heim bist. So, wie fahre ich jetzt am dümmsten dahin? Das wird ja nun alles eine extrem lustige Scheiße. Ach, du Kacke. Niemals werde ich es dahin schaffen. Niemals. Am besten, ich fahre die ganze Zeit durchs Wasser. Warte mal, ich will noch was anderes gucken. Habe ich mehrere Teile zum Bauen? Zwei Stück oder ist das nur Stufe 2? Ich habe davon nur einen, ne? Es wäre eigentlich besser, wenn ich davon mehrere hätte. Weil dann kann ich es wenigstens zur Not noch, noch mir Ladestationen bauen, falls mein Akku leer geht. Probiere ich das mal. In der Pause und dann nach der Show kommen die Leute hier raus. Ja, dachte schon, ich durch die ganze Menge ein paar Spears Body Slam verpassen. Das kannst du auch machen, aber nein, also alles kein Stress. Bei uns ist das alles sehr, sehr gemütlich. Einfach nicht gleich abhauen nach der Show. Und dann ist alles gut. So, dann nehme ich jetzt nämlich noch Ausrüstung herstellen. Dann kaufe ich nämlich jetzt noch hier von ein paar. Ein paar mehr. So, kann ich nämlich, wenn wirklich irgendwas ist mit meinem Auto. Weil eigentlich fährt die Karre ja richtig gut über Stock und Stein. Aber irgendwann ist halt der Akku leer. Und dann kann ich halt so ein Ding bauen und dann kann ich es wieder aufladen und dann geht's weiter. Bin gespannt, ob eventuell noch andere Wrestling-YouTuber da sind. Para, Perfects, Edeljobber. Das kann ich dir gleich sagen. Dem Edeljobber ist das zu weit. Der will für gutes Wrestling immer nicht so weit fahren. Shoot. Dann Perkix macht dahingehend gar nichts mehr und Para wird auf jeden Fall dabei sein und Franz auch. Also das können wir schon mal wissen. Können wir ja bestätigen als Bilder. Paraflor und Franz zockt, brechen das Eis. Also die Guten sind auf jeden Fall bei Icebreaker, kann man sagen. Die Guten. Die anderen sind auch gut, aber wenn sie nicht kommen, dann schuld. Weil ich würde die alle einladen. Ich habe auch Bock, dass die da sind, weil die haben auch noch nie oder noch nicht so viel gutes Wrestling gesehen. Auf jeden Fall nicht live. Aber Para ist ein guter. Para kann ich immer nur hochhalten. Wie Simba. Von daher. Para unterstützt immer gut. So, da ist wieder so ein Typ. Jetzt natürlich auch umholzern. Bam! Hoppala! So, wie fahre ich jetzt am dümmsten dahin? Scheiße, die schießen schon alle auf mich. Okay, das könnte vielleicht alles ein bisschen zu steil sein. Das
So, jetzt für die Karre. Oh, oh, oh. Zu liefernde Fracht wurde durch Vibration bestätigt an die Materiebombe. Oh, fuck, Alter, Leute. Das wird nix. Scheiße. Komm, 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 komm. Es sind auch noch Gegner hinter mir, die auf mich schießen. Das macht die ganze Sache natürlich auch nicht angenehmer. Oh, shit, Alter. Hier komme ich niemals... Komme ich niemals hoch, ohne die Bombe zu beschädigen. Scheiße. Oh, Leute. Das wird nicht lustig, ey. Sam, anscheinend hast du einen Einbruchsensor ausgelöst. Diese Sensoren reagieren auf dich, nicht auf deine Fracht. Pass auf, das könnte Ärger geben. Oh, und es kommt noch härter. Boah, ich könnte jeden Moment explodieren, Alter. So, ganz vorsichtig, hier lang. Ah, ja, ja, genau so. Hoppala. Ich kletter hier den Mountain hoch. Ich weiß nicht mal, ob das der beste Weg ist. Scheiße, ey. Guckt euch das an. Die Karre quält sich so hardcore. Ich hoffe, die rutschen nicht durch den Schnee ab, ey. Ich hoffe, die Karre hat Winterreifen. Alter, guckt ihr das an. Skyrims Pferd kann mich mal am Arsch lecken, Alter. So, wir haben den Mount Everest erreicht. Oh, shit. Oh, Kacke. Oh, shit, 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 shit. Okay. Ja, jetzt hängen wir hier. Shit, oh, shit, oh, shit. Oh, das war's gleich. Wow! Die Bombe ist explodiert. Scheiße. Gut. Ja. Und bei euch so? Das war kein guter Weg. Ich habe Martin zufällig auf YouTube entdeckt durch einen Vorschlag von YouTube selbst. Na, so ist doch am besten, oder nicht? Hat der YouTubes Algorithmus endlich mal was Anständiges gemacht? Wäre das mich was wert, hätte ich an dir gezweifelt, stimmt. T-Shirt Perkix, hast du schon mal überlegt, einen Gastauftritt bei dem Podcast zu machen? Habe ich erst. Ich war bei dem Podcast von Perky schon ein paar Mal. Aber wann hat er gespeichert? Hat er das gespeichert, wo ich das zweite Mal hier war? Das musst du mir erstellen. Hä? Echt? Okay, dann habe ich nichts gesagt. Ja, also ich war schon ein paar Mal da und er fragt mich auch öfter, ob ich halt wieder mal Bock habe. Das Problem ist nur halt einfach die Zeit. So. Es ist halt, dadurch, dass ich ja selbst 14 Videos pro Woche mache, weiß ich halt nicht, wann ich das alles noch machen soll. Wie hat CM Punk bei dem Fox-Vertrag kassiert? Keine Ahnung. Kann sowas übelst schwer schätzen. Aber Peanuts waren das sicherlich nicht. Das waren mehrere Millionen.
Also der hat damit nicht ausgesorgt, aber der hat auf jeden Fall jetzt erstmal ein schönes Leben. Ich fahre jetzt mal außen rum. Hast du mal bei Headlock angefragt wegen Zusammenarbeit? Bei Headlock? Warum? Also man kann da mal was machen, aber Zusammenarbeit wäre ja schon wieder was Langfristiges. Und auch dafür haben beide keine Zeit. Also Olaf und ich haben dafür auch keine Zeit. Jungs. Ja, scheißegal. Terroristenwaffen, Schrotflinte. Versuche Nahkämpfer aus dem Weg zu gehen. Okay, die schießen schon wieder fleißig. So, guck mal, da geht so ein Wasserpfad hoch. Natürlich die Frage, ob das der beste Weg ist. Nochmal so eine Aufladestation. Mal gucken mal. Also, wenn ich jetzt hier den Pfad hochfahren würde, wäre ich hier und ich muss dahin. Das heißt, ich müsste wahrscheinlich genau über den Berg, wo ich vorhin auch schon verreckt bin. Keine coole Idee. Das heißt, ich sollte weiter diesem Wasserpfad folgen und dann versuchen, hier irgendwie hochzukommen. Das ist wahrscheinlich das Bessere. Das heißt, ich werde jetzt kurz hier aufladen und dann fahre ich rechts weiter. Folgen die mir? Nein. Gut. Hey Kumpel, du hast gerade mächtig Energie. Du und TJ wären ein cooler Podcast. Ja, also ich sag euch mal, wie es ist. Ich hätte Bock auf Podcasts, weil ich selbst Podcasts höre und so. Also ich mag Podcasts. Das Problem daran ist nur halt einfach, wenn ich einen Podcast mache, wird dieser, also noch zusätzlich zu den 14 Videos und den 7 Livestreams pro Woche, wird dieser Podcast nichts mit Wrestling zu tun haben. Was ist denn jetzt los? Okay. Weil ich mache dann schon so viel wegen Wrestling, es wäre einfach... wenn ich sowas mache, dann würde das halt wirklich gar nichts mit Wrestling am Hut haben, damit ich halt mal irgendwas in meinem Leben habe, was nichts mit Wrestling zu tun hat. Ich habe ja schon überlegt, mit Matze einen Podcast zu starten, aber wenn wir da auch wieder anfangen, über Wrestling zu reden, das bringt es auch nicht so. Also wenn, dann würde ich was komplett... Nein, wenn, dann würde ich was... ganz, also was Neutrales machen, was jeden quasi angeht. Egal, ob er Wrestling-Fan ist oder nicht. Weil das ist ja bei mir immer so eine Sache. Ich kann der bekannteste Typ in Wrestling-Deutschland werden, falls ich es nicht schon bin. Aber ich kann nicht neben Wrestling bekannter werden. Das heißt, jeden Wrestling-Fan könnte ich jetzt im besten Fall kriegen, aber halt kein Nicht-Wrestling-Fan. Ein Nicht-Wrestling-Fan guckt meine Livestreams nicht. Obwohl meine Livestreams, so wie das jetzt hier, gerade eigentlich nichts mit Wrestling zu tun haben. Das heißt, sowas könnte man natürlich auch mit einem anständigen Podcast pushen, wo man dann halt wirklich über normale Themen redet. So, da habe ich auch einiges zu sagen. Der Frauenfeindlichkeits-Podcast oder sowas. Vielleicht. Aber ja, das ist halt alles ein bisschen schwierig. Weil ich halt einfach dafür nicht noch mehr Zeit habe. Scheiße, Alter. Bombe explodiert gleich wieder, ich sag's euch.
habe jetzt auf jeden Fall schon mal den besseren Weg gewählt, aber ob er ungefährlicher ist, weiß ich auch nicht. Na, Antimateriebombe wieder beschädigt. Es müsste so eine Anzeige geben, damit man weiß, wann die hochgeht. Okay, warte mal, ich bin fast am Ziel, oder? Ich bin da jetzt fast am Ziel. Ja. Okay. Ah. Ja, also halt irgendwas, irgendein Thema, was halt nichts mit Wrestling am Hut hat. Das wäre geil, da hätte ich Bock drauf. Auf noch irgendetwas, was mit Wrestling zu tun hat. Ich hab Wrestling durchgespielt, so, weißt du? Ich kann nicht mehr Videos machen, ich kann nicht noch mehr im Wrestling machen. So einfach, es geht nicht so, ne? Ich bin Wrestling-Profi, so. Und deswegen, ja, es ist halt, also ich würde denn auf jeden Fall was anderes machen wollen. Deswegen habe ich auch nicht so wirklich groß Interesse, mit Perkix noch einen Podcast zu machen oder mit in das Podcast-Team zu gehen oder sonst irgendwas. Oder mit sonst irgendwem. Nein, so. Einfach nichts mehr im Wrestling. Politik-Podcast. Ah, das wird wahrscheinlich auch nichts. Ich kann noch 20 Videos von dir gönnen, solange es unterhaltsam ist. Ja, naja, aber, ne? Es machen halt nur Wrestling-Fans. Und das finde ich ein bisschen schade so. Zeige Leistungsbeurteilung. So, ich habe die Bombe ausgeliefert. Ich hoffe, ihr lebt damit. Wahrscheinlich nicht lange. Okay, ich habe die mal geschrieben wegen der Karte, die ich gerade gekauft habe. Geil, Kaffeetyp hat eine Karte gekauft. Nice. Flitzer werden auch heutzutage eh nicht mehr live gezeigt im TV. Ja, schade eigentlich. Das ist einzig lustiger. Ich finde das neue Theme von Sascha übelst kacke. Ich habe es nur so halbherzig gehört, aber ich finde es auch nicht so berauschend. Man braucht halt mal einen Ausgleich, ja. Für den Ausgleich ist ja eigentlich mein Stream da. Aber im Stream unterhalten wir uns ja auch alle nur über Wrestling, weil wir auch alles Wrestling-Fans sind. Das ist halt ein bisschen schade. Ein Podcast über Red Hats machen, ja. Hast du das, Mama? Na, hast du dir den Kopf angehauen, Mama? Deine bin ich ganz bestimmt nicht. Ist das klar? Na schön. Genug der Spielchen, Mama. Der Herr hat mich wohl nicht verstanden. Mountain Not City sagt dir und den UCR, dass ihr abhauen sollt. Wenn ihr weitermacht mit dem, was ihr tut, steuern wir direkt auf den nächsten gestrandeten Tod zu. Wir haben euch nicht hergebeten, um unser Leben zu diktieren. Darüber entscheiden wir selbst. Danke. Du sollst uns nur ab und an was liefern. Und dafür bin ich gut genug. Also sprichst du für die Stadt. Genau. Ich hab hier das Sagen. Mein Name ist Lockner. Warte, ich muss mit dir reden. Du bist eine Technikerin, oder? Hey, geh nach Hause und komm nicht wieder. Hör mir zu, verdammt. Ich brauche deine Hilfe. Aber wir wollen deine nicht, Bridges. Ihr macht alles bloß noch schlimmer. Stark. Jetzt habe ich die alte gefunden, die mein komisches Schlüsselding da fixen könnte. Tut mir leid, dass du dir das antun musstest. Aber sie hat keinen Bock drauf. Und scheut sich nicht, ein Machtwort zu sprechen. Wir brauchen sie und ihre Leute. Ja, wie ist das Wetter? Ey, ich bin heute so viel durch die Gegend gelaufen. Oder so oft. Und es ist arschkalt. Ich hasse dieses Wetter jetzt schon. Und jetzt? Und morgen soll es wieder 14 Grad werden. Aber heute war ein Minusgrade und heute morgen soll es wieder 14 Grad sein. Ich flipp aus. Ist mit den anderen nach Westen gegangen. Zweite Gruppe, genau wie Mama. Kenne ich aber zu gut. Ich beschäftige mich quasi 12 Stunden am Tag mit World of Warcraft und muss ich einfach mal was anderes zocken und nichts von WoW hören. Ja, und was passiert dann? Dann schreiben dich alle deine WoW-Freunde an, ob wann du endlich mal wieder kommst. Und dann bist du auch wieder drin in der ganzen Sache. Sie sagten, sie könnten über jede Entfernung kommunizieren. Angeblich aufgrund einer besonderen Verbindung. Keine Ahnung, wie das gehen soll, aber ich sage dir eins. Ohne sie gäbe es heute kein chirales Netzwerk.
Sie waren sich so nah, dass manche sagten, sie seien wie eine Person in zwei Körpern. Vielleicht konnten sie den Cupid deshalb entwickeln. Aber nach Morlingens Unfall haben sie sich überworfen. Lochner hat Bridges verlassen und den Kontakt zu uns abgebrochen. Keine Ahnung, was zwischen ihnen war. Aber wenn wir Lochner nicht umstimmen, können wir unsere Rettungspläne für Amerika begraben. Nicht, dass ich wollte, dass du in ihrem Privatleben herumschnüffelst. Andererseits finden wir so vielleicht heraus, wie wir Lochner umstimmen. Was super wäre, denn ohne sie können wir unsere Rettungspläne für Amerika begraben. Das hast du gerade schön gesagt. Falls dir in der Zwischenzeit irgendetwas einfällt, kannst du es gerne probieren. Gute Arbeit. Tja, finde einen Weg, Lochner umzustimmen. Okay. Tja. Keine Ahnung. Ich habe jetzt gerade keine Mission mehr, oder? Fracht. Aufträge. Ich habe gerade keine laufenden Aufträge. Außer rauszufinden, was mit der los ist. Würdest du für mich mit Mama sprechen? Gute Nachrichten sein. Diese Antimateriebombe sollte die Ausbreitung des Terrors stoppen. Danke dafür, dass du uns echt ein Wissen gerettet hast. Und ich konnte die Verbindung nicht. Sollst du wohl Mama besuchen und mit ihr darüber sprechen? Ich glaube, sie könnte sich zusammenraufen, wenn sie bloß miteinander sprechen würden. Ehrlich jetzt, ich muss jetzt wieder komplett. Ich muss jetzt. Das kann nicht mehr ernst sein, Alter. Ein Brückenlink ist ein Band zwischen dir und einem anderen Boten. Wenn du dich mit jemandem verbinden willst, versuche es über einen Strangvertrag. Nö. Okay, also da bin ich jetzt lang gefahren und die wollen jetzt echt, dass ich hier wieder hingehe. Nee, stimmt gar nicht. Hier soll ich hingehen. Nee. Okay, warte, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Nee, doch hier, Mamas Labor. Ich soll jetzt wieder hier hinrennen, damit die das klärt. Alter, habe ich gar keinen Bock drauf. Meine ich. Kannst du vergessen? Nimm Taxi. Nee. Da muss doch noch irgendwas geben. Alter, das kann ja jetzt nicht sein, dass das jetzt hier das Ziel ist. Hä? Verfügbare Aufträge. Aber das sind ja nur diese Nebenmissionen, ne? Dass ich Aufträge für Sam habe. Fracht für Sam vorhanden, steht hier. Fracht für Sam vorhanden. Wieso ist denn hier überall Fracht für mich? Aber keine neuen Aufträge oder was? Ich verstehe es gerade nicht. Kurz im Bad eingepennt. Oh, auch schön. Beim Zähneputzen. Ah ja. Finde einen Weg. Stromgewehr Stufe 2. Das finde ich auch lustig. Das trifft meinen Humor, aber leider ist hier Gewehre sind hier nicht ganz. Einsatz von Waffen ist verboten. Mal sehen, ob das verboten ist. Tja, was mache ich jetzt hier? Aber ich kriege hier auch nichts weiter. Es bringt mir einfach nichts. Kein Plan, wenn ich eingeschlafen. Kannst du dich nicht hin teleportieren mit Fragile? Das geht nur. Station zurückfahren und da ab da Schnellreise.
Aber dann sind ja meine ganzen Sachen weg. Oder ich fahre jetzt einfach über den Berg. Ich fahre jetzt hier einfach geradeaus über den Mountain drüber. Guck mal, hier ist ein... Oh, guck mal. Ist das nicht schön? Hier ist ein See in Herzform. Oh, ist das nicht niedlich? Ich fahre jetzt hier einfach drüber und scheiß drauf, oder? Gucken, ob das geht. Oh, fuck. Falsch. Im Spind, ja. Im Spind lagern. Also alles in meinen privaten Spind reinhauen. Dann den Sprung machen. Und dann an dem anderen Ort den Scheiß aus dem privaten Spind wieder rausholen? Geht das? Hm, irgendwie sieht der Berg nicht so aus, als hätte, würde der mich rüberlassen wollen. Aber ich sag mal so. Man kann es ja mal versuchen. Geht automatisch in den Spind. Muss eh zurück müssen. Warte mal. Meinst generell einfach. Ja, stimmt eigentlich auch. Also dahin fahren und dann da diesen Sprung machen. Ach ne, hier hin. Das reicht ja schon. Hier ist doch noch so ein Schutzbunker. Da ist Fragile-Sprung möglich. Dann machen wir das. Fahre ich jetzt dahin. Oder soll ich mal versuchen, über den Berg zu fahren? Komm, wir probieren das mal. Mal lustig sein. So, Lami, die Karre über den Berg fährt, bist du zu Fuß schneller. Das kann sein. Aber man kann es ja trotzdem probieren. Helle, grüß dich auf jeden Fall erstmal. Muss ich selbst machen, ja genau. Ich probiere das mal. Guck mal an hier. Boah, Alter. Wir müssen in den, über den Pass des Karadas. Boah, ey. Junge. Boah. Jetzt wird's kriminell. Ist das überhaupt die richtige Richtung? Warte mal. Boah, scheiße, das ist ja ein richtiger krasser Berg. Hier ist Mamas Labor. Das markiere ich jetzt erstmal. Habe ich schon mal eine Richtung. Da ist die Richtung. Oh fuck. Na egal, wir probieren's. Allrad ist da. Jo, Alter, den Berg fährst du auf zwei Rädern hoch. Klar. Gucke an hier, das läuft. So ein scheiß Schneeberg, da kann ich nix. Oh, fuck. Oh, nee. Wieso kommt denn jetzt hier wieder... Wieso geht denn das jetzt nicht weiter? Warum das gerade? Kurzer Schwächeanfall. Oh, nee. Jetzt kommen hier wieder... Oh, nein. Vielleicht ist das nicht so cool. Aber ich versuche das jetzt trotzdem. Akku vom Truck ist fast leer. Noch hält der. Oh fuck! Oh shit! No! No! Lass mich in Ruhe! Zieh mich aus der Karre raus! Scheiße! Ich hätte es lassen sollen! Ich weiß, ich bin ein schlimmer Mensch! Ich hätte es lassen sollen! Oh nein! Bring mich zufällig in die Richtung, wo ich hin muss? Das wäre natürlich jetzt sehr lustig.
die mich jetzt genau dahin bringen, wo ich hin muss. Okay. Da ist wohl wieder Stress angesagt. Wo bin ich denn jetzt? Ach, scheiße, das hat mir gar nichts gebracht. Das hat mir absolut gar nichts gebracht. Na toll. Na okay, komm, wir lassen es einfach. Wir lassen es. Ich habe schon so viel Zeit verschwendet. Wir lassen es. Dragon Ball Podcast, auch nicht schlecht. Aber dann ist die Frage, mit wem und über was. Weil aktuell gibt es nichts in Dragon Ball zu podcasten, außer den Manga. Und den möchte ich gar nicht podcasten, weil ich den Anime sehen möchte. Und ungespoilert. Also, kannst du vergessen. So. Finde einen Weg, Lock, um zu stimmen. Alle Waffen sind während des Aufenthalts abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Allgemein Anime-Podcast? Nee, dafür gucke ich zu wenig Animes. Nee, also das, was ich meinte, so ein allgemein... Also, ich hatte ja schon so überlegt, so wie Gag-Reflex. Einfach so, ihr stellt Fragen und wir diskutieren darüber. So, und dann könnt ihr halt schreiben, ey, meine beste Freundin vögelt gerade mit einem Typen und eigentlich stehe ich auf ihn und auf sie auch und wollen wir nicht einen Dreier machen, was kann ich tun? Und wir sagen euch denn, ey, schießt die Alte in den Wind, lutscht dem Alten seinen Schwanz und dein Leben ist perfekt quatscht. Also halt sowas wäre auf jeden Fall cool. Weil den Gag-Reflex Podcast kann ich euch echt nur empfehlen, der ist super geil, super lustig. Und so halt auf lustig Ratschläge verteilen. Das war schon cool. Also es ist kein Ratgeber, es ist schon eher Comedy, aber halt schon eher so auf so, ihr könnt halt Fragen stellen und wir gehen halt lustig auf diese Fragen und Probleme ein. Okay, aber mal eine Höhle, schade. Mach halt mit Matze sowas wie gemischtes Hack. Gemischtes Hack habe ich jetzt noch gar nicht gehört. Ja. Akku fast leer. Okay, auf die andere Seite müsste ich schon noch. Weil ansonsten kann ich auch den Akku nicht laden mit meinem komischen Ding. Oh, das wird so knapp. Oh, shit. Okay, jetzt ist richtig scheiße. Weil ich weiß nicht, ob das reicht. Ob die Entfernung reicht. Das wird jetzt richtig scheiße. So, ich baue jetzt hier den Generator hin. Und der reicht nicht. Ich kann ihn hier sowieso nicht hinbauen. Guckt euch das an. Den Umkreis davon, da wird alles aufgeladen. Oh, nee. Das ist doch nicht wahr. Ach, hier ist sowieso keine chirale Netzwerkabdeckung. Ich kann hier sowieso nichts bauen. Nein! Scheiße. Okay, das war's komplett. Ich kann hier gar nichts bauen. Aber so weit ist das nicht mehr. Okay. Da muss ich hin. Na gut. Dann gehen wir den Rest zu Fuß. Hilft ja nichts. Da kommt vom Sido-Konzert und Martin streamt mitten in der Nacht. Alter, du warst beim Sido-Konzert? Das ist natürlich auch irgendwie cool, ne? Aber spielt er noch so viel von seinen alten Sachen oder ist da viel Neues dabei? Weil so ein paar neue Sachen finde ich echt scheiße. Jo, Timmer, hau rein auf jeden Fall. Früh ist Kirche angesagt, okay. Dann grüß Gott von mir. Oder mach ein neu erschienene Games. Nee.
Das ist mir auch zu speziell. Ich will einfach was haben, was jeder Mensch hören kann. Jeder Deutsche könnte sich den anhören. Der muss nicht großartig Fan von irgendwas sein. Der muss nicht Hobby das und das haben. So nichts wieder so nischiges, spezielles. Sondern halt schon einfach... halt einfach was Allgemeines. Das würde ich halt gerne machen. Und da ist halt so ein Ratgeber-Dings eigentlich schon ganz cool. Also ein Comedy-Ratgeber quasi. So, jetzt habe ich hier wieder die Jungs am Start. War gar nicht schlimm, weil jetzt kann ich wieder mit Blutgranaten rumwerfen. Nur im Auto war es nicht ganz so geil. Die Lake of Reincarnation, wo White reingefallen ist, als Two-Face Psychopath zurückkehrte. Meinst du, es liegt an dem See? Wäre auf jeden Fall eine Erklärung, ne? Das war klar. Ich habe alles verloren. Alles verloren. Los, nimm alles wieder auf, Alter. Nimm alles wieder auf. Komm, 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 komm. Los, die Handfeuerwaffe noch. Komm. Die kriegen wir noch. Ja, nein, und den Abel ist wieder verloren. Scheiße. Oh, das wäre jetzt so lustig gewesen. Aber wie der da rumpaddelt. Scheiße, okay, jetzt ist sowieso alles weg. Jetzt ist eh alles weg, was ich hatte. Da schwimmt es fort. Kack wieder einholen. Los, schnell, schnell, schnell. Ich will meinen Scheiß wieder haben. Ja, 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 ja. Alles angestrandet. Geil. Oh nee, das geht doch alles kaputt, wenn das hier so gegen Holz hat. Und mir den Kack wieder her. Komm schon. So, nice. Kein Ding. So, wo musste ich jetzt nochmal hin? Bin ich schon vorbei? Ne, dahin. Okay. Ha! Das war einfach. So, wie komme ich da jetzt rüber? Zählt mir nicht mit einer Brücke. Das bringt mir jetzt gar nichts. Fahr da auch rein. Warum machst du nicht Unlimited Wrestling Backstage? Wir haben Backstage Interviews aufgenommen, die aber bisher noch nicht veröffentlicht wurden. Also sowas soll auf dem Unlimited YouTube-Kanal sowieso erscheinen. Aber du meintest wahrscheinlich eher so, dass ich dann wieder noch eine neue Show mache, wo ich über noch mehr Sachen vom Wrestling rede, was ich ja eigentlich vermeiden wollte.
So, wie komme ich da jetzt rüber? Ich habe keine Ahnung. Scheiße, ey. Ich komm da nicht hin. Ich würde jetzt normalerweise mit einer Leiter oder so versuchen, da rüber zu kommen. Aber ich habe nur eine Leiter, da geht's doch schon los. Und die ist auch zu kurz. Wie immer ist alles, was ich habe, zu kurz. Streams Icebreaker live. Das können wir leider noch nicht, weil wir ja dazu erstmal wissen müssen, wie ist das Internet? So, um live zu streamen, brauchst du Internet. Und da wir nicht wissen, weil wir ja noch nicht in der Halle, also wir waren zwar schon in der Halle, aber da Franz zum Beispiel, der das ganze streamen müsste, noch nicht in der Halle war und das Ganze noch nicht getestet hat, kann man das halt nicht sagen. Mir fällt gerade eine Idee ein, wie ich vielleicht darüber kommen könnte. Scheiße. Ich hätte hier einfach so eine Seilrutsche gebaut und hätte mich dann zu der Seilrutsche hier geschickt. Aber die geht nur im 300 Meter Bereich. Und da komme ich nicht ran. Scheiße. Tja, ich sage euch, wie es ist. Ich habe nur eine Möglichkeit, darüber zu kommen. Und zwar auf alles, was ich habe, zu verzichten. Meine ganze Fracht zu verzichten. Schockbombe, Waffe. Scheiße. Ich kann nur eine einzige Sache da noch dranhängen. Und hat meine Granatentasche. Und ansonsten habe ich nur das, was ich im Körper trage. Tja. Dann war's das. Stimmt. Ich kann ja hier die... Oh, scheiße. Wisst ihr, da ist alles weg. Kacke. Schade. Alles ist weg. Gibt's irgendwie einen Kommentar? Ja. Gibt's auch jetzt schon. Ich habe einen Podcast-Namen für dich. Rumpimmeln am Mittwoch. Der Ratgeber mit Martin. Nein. Den Wartenraum betreten. So, jetzt alles weg. Scheiße. Waze ist doch an mehreren Stellen gelb. Ja, habe ich auch gedacht. Das Wasser ist an mehreren Stellen gelb. Und ich bin auch nur durch die gelben Stellen gegangen. Und was ist passiert? Weg. Fort ist er gewesen, fort. Von echten Engländern oder von Deutschen? Von einem Ami. Und das findest du schon auf der großartigen Website unlimitedwrestling.de. Guten Morgen, Sam. Irgendwie schon cool. Manche haben hochbezahlte Berater, die den Künstlern Tipps geben. Und Martin hat dafür eine kostenlose, kompetente Community. Ja, eigentlich schon. Martin sollte uns dafür bezahlen. Ihr könnt mal ein bisschen was bezahlen. Da unten 37%. Donation Goal mal voll machen. So. Okay. Jetzt zappen wir uns dahin, ne? So, und wo wollen wir jetzt hin?
Wollen wir jetzt zum Anfangsdings? Also da? Nee, hä? Schutz? Ich setze mich jetzt einfach dahin. Und dann rede ich mit der Mama. Mama. Bereit für den Sprung? Also, das Einzige, was du mitnehmen kannst, bist du selbst. Und das habe ich dabei. Kleinigkeiten, die dir viel bedeuten. Meine Granaten. Schließ deine Augen. Stell dir das Ziel vor. Halt das Bild fest. Bin nach fast 5 Monaten mal wieder hier. Wie geht's euch, Alter? Tom, grüße dich. Willkommen zurück. Was hast du denn in den letzten 5 Monaten getrieben, dass du es nicht geschafft hast, in so langer Zeit mal hier im Stream vorbeizusneaken? UnlimitedWrestling.de heißt immer noch WrestlingJimHearts.de. Bin zu dumm, das zu finden. Ist egal, du kannst auch UnlimitedWrestling.de eingeben. Du kommst trotzdem auf die Seite. Es geht alles. Es gibt alle Möglichkeiten. Egal, was du eingibst, du kommst immer auf die gleiche Seite. Zack, da ist er. Momentane Teleportation ist da. Und das Baby habe ich jetzt vergessen. Das Baby. Aber zufälligerweise ist es auch mitgekommen. Wie auch immer das möglich ist. Ausbildung angefangen. Du arbeitest doch keine 24-7. Dann hättest du doch ruhig nochmal vorbeigucken können. Aber ist auf jeden Fall schön. Besser als keine Ausbildung zu machen. Das machen auch viel zu viele. Und das mit dem englischen Kommentar gibt es nur für Mitglieder, Abonnenten? Nein, das gibt's auf der Homepage. Du klickst einfach auf die Show. Oben auf Shows klickst du einfach oder auf Events. Bei Events klickst du einfach auf First Strike und da findest du den deutschen und englischen Kommentar. Sorry. Ich hätte eher kommen sollen. Ich habe Regen in den Augen. Gib mir eine Minute. Teil fertig, wenn ich nach Hause komme, dann muss ich noch lernen. Okay. Aber dann ist es doch eigentlich eine schöne Sache, wenn man zwischendurch mal im Stream abspannen kann. Oder abspannen kann. So. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Ups. Standardaufträge mit dem Bot. Endlich gefunden, Mama, Mann, bitte altes Internet. Das ist so eine simple Seite. Aber da ist alles drauf. Es gibt sogar oben eine fette News-Rubrik. Und Leute, was ihr nicht wisst, aber rausfinden könntet, wenn ihr mal auf die Homepage geht. Ich kündige doch jetzt immer in den WWE-News die Matches für Icebreaker an. Und auf der Homepage sind die immer schon vorher. Der will schon auch wieder eine frische Pizza haben. Der tickt doch nicht richtig. Warte mal, ich habe jetzt hier eine Mission, wo ich eine Pizza liefern muss. Aber dahin innerhalb von 40 Minuten? Nee, das kannst du vergessen. Das meine ich. Ich fahre hier nicht einmal durchs verschissene Land, nur damit der eine Pizza fressen kann. Nee. Kannst du vergessen. Jetzt erstmal zu der Mama. Das ist echt
Der Knochenjob. Heizungssanitär. Sanitäranlagen, Heizungsbau, Klima- und Schwimmbadtechnik. Rührig. Da arbeitest du also. Eine angenehme Reise. Ja gut, das ist natürlich hart. Hart, aber herzlich. Wacheneinschränkung aufgehoben. Ja, abgeht also. Schneller als das Auto. Ist das Video mit englischen Kommentar auf nicht gesistet? Ja, ist es. Ich wollte das noch für die Öffentlichkeit noch richtig ankündigen und so weiter. Habe ich aber bisher noch keine Zeit für gehabt. Aber das kommt nächsten Samstag oder so. Ich werde diese Woche werde ich einfach in jeder News sagen, am Samstag kommt, am Samstag um 16 Uhr wird auf dem Kanal von Unlimited Wrestling, dem neuen YouTube-Kanal, die erste Show auf Englisch online gestellt. Ich baue das richtig krass auf. Genau, ihr wisst Bescheid, auf der Homepage gibt es das die ganze Zeit schon. So machen wir das. Bleib ich lieber Lokführer. Mein Opa war auch Lokführer. So, dann gucken wir mal. Begib dich zu Mamas Labor zurück, um sie zu treffen. Habe ich gemacht. Herr Newstime weiß vielleicht auch schon Bescheid und kündigt das nun groß an. Wir haben heute einen Double-Upload. Die Ereignisse überschlagen sich. Der YouTuber Martin Guerrero hat soeben in seinem News-Video veröffentlicht, dass an diesem Samstag die erste Show von Unlimited Wrestling First Strike auf Englisch auf dem dafür neu erstellten YouTube-Kanal erscheinen wird. Nach der letzten Verbindung konnte ich alles von Grund auf neu gestalten. Sie sind jetzt noch Waffen? Genau. Strangschneider. So, Karte, Zug, Hotel, alles bezahlt. 28.12. kann kommen. Alter, ich erklär's dir. GDs sind über Nabelschnüre mit der anderen Seite verbunden, richtig? Wenn diese Schnüre die Materie unserer Welt mit der Antimaterie ihrer Welt in Kontakt bringen, boom, leere Sturz. Aber wie Deadman schon annahm, hat dein Blut einzigartige Eigenschaften. Damit kann man GD-Schnüre durchtrennen. Diese Funktion habe ich eingebaut. Durchtrennst du die Schnur eines GDs, kehrt es in die Welt der Toten zurück. Kein GD, kein leerer Sturz. Alle gewinnen. Damit kann man sie losschneiden. Wenn du unbemerkt nah genug an sie herankommst, ja. Strangschneider, super Handschellen. Gut. Probieren wir sie aus. Nein, das probieren wir nicht aus. Schneid die Schnur zwischen uns durch. Nein, das machen wir nicht. Alter. Sie schläft tief und fest. Ich habe ihr viel Milch gegeben. Tu's einfach. Bitte, Sam. Bitte befreie uns. Oh, fuck. Es war nie ihre Welt, aber ich wollte sie auch nicht gehen lassen. Obwohl sie bereits verloren ist. Die Wahrheit ist, eigentlich ist sie nicht meine Tochter. Der Angriff von Zorn. War das alles gelogen? Nein, der Teil stimmt. Meine Eierstücke produzieren keine Eier und Lockner hat Probleme mit der Gebärmutter. Kurz gesagt, wir können beide keine Kinder kriegen. Für mich war das okay. Ich dachte mir, Kinder? Wer braucht die schon? Aber meine Schwester sah das anders. Lockner wollte ein Kind. Jemanden, der ihre Gene in sich hat.
Sie verliebte sich in einen Mitarbeiter von Bridges, doch er starb bei einem Unfall. Sie war natürlich am Boden zerstört und ich auch. Damals, bei diesen starken Gefühlen, spürte ich ihre und sie spürte meine. Als ich merkte, dass sie zu ihm wollte, Schluss machen, sagte ich zu ihr, bekommen wir doch ein Baby. Wir befruchteten ein Ei von Lochner mit seinem eingefrorenen Sperma. Und ich trug es aus. Boah. In mir wuchs ein gesundes Kind. Aber dann kam der Angriff. Und unsere Bindung wurde durchtrennt. Ich wollte es ihr sagen. Aber ich war mit dem Kind verbunden. Ich konnte es nicht aufgeben. Doch ich lag falsch. Lochner muss es wissen. Manche Bindungen muss man für andere aufgeben. Man kann sich nicht an alles binden. Wenn wir die Welt verbinden wollen, muss ich mich erst wieder mit meiner Schwester verbinden. Also bitte, Sam. Alter. Tu es. Nabelschnur durchtrennen. Boah, leck mich. Ich mach's, weil... Na, weil sie es will, aber... Alter. Nein, nein, die kurzen Bildfehler sind wegen der Elgato. Du siehst ja, dass ich während der Bildfehler noch anständig bin. Das, deswegen, da, das ist irgendein Fehler in der neuen Elgato 4K MK2 und so. Deswegen... Jetzt muss ich die da hinschleppen, Alter. Das ist nicht dein Ernst. Weißt du, wie weit das ist? Das ist mir zu viel auf einmal. Bist du sicher? Ich dachte, du kriegst vielleicht Angst nach der zweiten Entrümmern. Alles gut, solange ich noch etwas sehen kann. Die Wärme des Lichts, die Berührung des Windes, der Geruch der Welt. Das Spiel macht einen echt mental, wenn man schon fertig ist, so. Du hast's gut. Ihr beide seid noch verbunden. Okay, Sam. Dann mal los. Eine wird mal ein Wrestler auf jeden. So, jetzt muss ich die Alte da in das Himalaya-Gebirge bringen. Na toll, ey. Mach ich das so, wie ich es eben gemacht habe, indem ich mir einfach wieder eine Karre hole und wieder die gleiche Strecke fahre. Geht ja nicht besser. Ich war lieber auf dem Weg immer diese Türme gebaut. Hätte ich mich da jetzt hinseppen können. Oh, hier ist noch ein Auftrag. Wo muss denn der hin? Ach komm, leck mich. Oh,
Ausrüstung. Oh nein, ich kann hier keine Autos bauen. Mach keinen Scheiß. Nehme ich trotzdem zwei davon mit. Und dann werde ich in die Stadt gehen und mir da ein Auto besorgen. Ups. Och, scheiße. Egal, ich habe eine Richtung, das reicht mir. Fuck. Ich hatte eine schöne Überraschung vorbereitet. Oh, nee, ne? Aber du hast anscheinend alle Hände voll zu tun. Ey, ich habe nichts dabei. Ich habe keine Waffe. Ich habe keine Granate. Ich habe gar nichts dabei. Wir beugen einfach etwas die Regeln. Wie soll ich das machen? Ich habe keine Waffen. Sie machen jetzt jeden Tag? Ja, kann man sagen. Um das hier zu überleben, lass dich einfach nicht fressen. Klingt lustig, aber klar. Können wir gleich wieder zurücksetzen. Können wir gleich wieder den Spielstand neu laden. Lauf, Sam, lauf! Gut, wenn ich einfach nur abhauen muss, ist das natürlich auch möglich. Kann ich da wieder reingehen? Ha! Kann ich! Okay. Na dann kaufen wir uns doch lieber erstmal ein paar einständige Sachen. Wir brauchen neue Stiefel. So, dann brauchen wir Gnaden. Und zwar brauchen wir... Was ist das für ein Vieh? Ich brauche die ganze Zeit... diese Waffen hier. Die und die ganzen Granaten brauchen wir, ne? Achso, warte mal, mir fällt gerade ein... Ich habe doch eigentlich Granaten. Meine Granatentasche müsste doch eigentlich noch voll sein. So, warte mal. Die Schuhe ziehen wir an. Und das nehmen wir jetzt. Rucksack, Frachtgrenze erreicht. Man wird abgeladen. Genau. Lad mal die alte ab. Finde ich gut. So, hier die ganzen Granaten. Die Granatentasche. Aber das ist ja richtig dumm. Ich habe ja meinen komischen Rucksack habe ich ja mitgenommen. Aber die Granaten, die in den Rucksack und in dem Rucksack drin waren, die wurden nicht mitgenommen. Ja, das ist schon ganz schön dumm. So, das ist Müll und die nehmen wir ausnahmsweise mal wieder mit. Okay, geht nicht. So, das heißt, Werkzeughalterung nehmen, das Ding, die Werkzeughalterung nehmen, gut, geht nur eins, im Anzug befestigen, an der Schulter, an die Feuerwaffe am Anzug befestigen, daran. Blutgranate am Anzug. Da dran. Noch eine Blutgranate am Anzug. Da dran. Die Blutgranate packe ich jetzt in meine Hand. Und das passt. Schild. Ich hab jetzt irgendwie gedacht, dass der die Blutgranaten dahin wirft. Okay.
Easy, Alter. So, warte mal. So, das ist jetzt leer. Das legen wir jetzt hier hin. Nehmen wir das jetzt. Oh shit. Muss mit meinem Blut aufpassen. Warte mal. Ich muss jetzt irgendwas essen. Hier so ein Wurm essen. So. Alter, ich mache das Vieh sowas von platt. Scheiße. Warte, jetzt habe ich wieder Granaten verpeilt. Komm her. Hier an, Alter, wie ich das fertig mache. Das sind nur Stufe 1 Granaten, wer weiß, wie das sonst mal ausgeht. Waffe kann nicht verwendet werden, nicht genug Blut. Ach, Blutschmut. Scheiße. Scheiße. Ich hätte ein paar Bluttransfusionen noch mitnehmen müssen. Oh, scheiße, die liegt hier irgendwo. Ich habe die aus Versehen verloren. Auch schön. Sorry, Mann, ist ja gut. Habt ihr nicht so. So, warte. Auch das legen wir jetzt wieder ab. Nehmen neue auf. Okay, ich hätte noch mehr Bluttransfusionen mitnehmen sollen. Noch welche holen eigentlich, ne? Alter, was macht denn jetzt? Ein Hyperstrahl oder was? Aua! Wo ist die alte jetzt? Achso, im Erdboden versunken. Jetzt, warte mal, jetzt habe ich ein Riesenproblem. Jetzt habe ich nur noch 100 Dings. Jetzt gehen wir nochmal schnell rein. Ins Terminal und holen nochmal ein paar Blutdinger. Auch ein bisschen unfair. Dass ich einfach mal hier Blutbeutel hier. Toll, 2 Kilo mehr kriege ich nicht, oder was? Aber ist ja schon ein bisschen unfair, ne? Dass ich hier einfach mal alles an Anzug befestigen. Vorratstasche verstauen. Aber mal hier ans Terminal gehen kann und mir hier einen dicken Lachs mache. Und ausrüsten. Und das Vieh hat ein Problem da draußen. So, jetzt hoffe ich mal. Guten Tag! Oh, verkriech dich mal, du scheiß Vieh. Oh, Mann! Oh, fuck. Ablegen. So, noch eine wählen. Und tschüss. Auf die Fresse! Boom! Kein Ding. Alter, geil. Das ist Loot. Das war fantastisch, Sam. Ich weiß nicht, wie du das geschafft hast. Ah, mit Skill. Nur alle dein Talent.
Easy war das. Ganz leicht. So, warte mal. Jetzt muss ich mal gucken. Gut, ich habe ja eigentlich die ganze Zeit nur Sachen. Ja, gut, den Blutbeutel da kommt weg. Abladen. Vorratstasche. Abladen. So. Dann können wir die Bolagan nehmen. Zwischen Fracht und Leichensack wechseln. Nee. Ich will die ja eigentlich. Kann ich die Knarre nicht irgendwo anders anballern? Werkzeughalterung hängen. So, geht doch auch. Also ich muss sagen, das war easy. Die hat schon was, auch wenn du nur von A nach B laufen musst, um Sachen abzuliefern. Ja. Ach, wir sind am Ziel. Auszuliefernder Person war noch am Startpunkt. Ja, das wäre wieder so mein Ding gewesen. Aus Versehen ausgetauscht, ich krieg's wieder nicht mit. So, ich bin jetzt aber schon wieder falsch, weil ich mir jetzt ein Auto besorgen muss. Also machen wir jetzt Folgendes. Wir rennen erstmal wieder zu diesem Ding. Zappen uns wieder zurück zur Stadt. Dann holen wir uns da ein Auto. Dann fahren wir mit dem Mädel hier einfach einmal um die Map. Und dann geht das auf jeden Fall wieder anständig weiter. So. Benutzen. Da können wir zwar auch hin, machen wir aber nicht. Wir wollen da hin. Zack. Wie sie wollen, machst du mit Schlag gut. First try, was war da denn los? Tja, Skill, sag ich dir. Unbändiger Skill. So, wo ist die scheiß Stadt? Da. So. Da gehen wir also hin, holen uns eine Karre und dann läuft's. Aber ich muss mir erstmal was zu trinken holen. Also machen wir mal eine kleine Pause. Also keine wirkliche Pause, ich hole mir nur schnell was Neues. Hol dir auch was. Ja, das haben wir lange nicht gemacht. Einige deiner Witze über Werbung müssten auch mal überarbeitet werden. Na, mach's doch. Wieso, was stört dich daran? So, wir gehen ja noch weiter. Ja, recht, da. So ist das bei euch Frauen. Aber, was soll ich gerade sagen? Ich war ja gerade am Kühlschrank. Und der ganze Kühlschrank ist voll mit Kuchen. Naja, wie gesagt, meine Freundin morgen Geburtstag hat. Also heute eigentlich schon. Und, der ganze Bereich ist voll mit Kuchen. Ist ja eigentlich geil. Aber wir vorhin im Laden wollten natürlich Kuchen kaufen. Und ich halte andauernd die geilsten Torten der Geschichte hoch. So lecker. Schokoladentorte. Erdbeer. Keks, Sahne, Torte, hast du nicht gesehen. Alles geil. Und sie, nee. Ja, boah, ey. Jetzt haben wir so ein paar Stückchen so mit allem möglichen, aber also nichts davon hätte ich wirklich gekauft.
Hat das Frauenmensch in Saudi-Arabien eigentlich nur was fürs Land gebracht? Nope. Hör auf, ich bekomme Hunger. Erdbeersahne. Ja, sowas, alles so geile Sachen, die wollte sie alle nicht. Und jetzt haben wir so, wir haben zwar auch irgendwas Erdbeeriges, aber halt nur eins. Oh, warte mal. Nice. Findest du dumm, dass überall Autos rumstehen? Ich kann die alle nicht verwenden. Ja, hatte ich auch vorhin. Das sind so geile Dinger. Nichts davon haben wir geholt. Aber ist ja eh Wortsach. Nee, das mit der Pizza machen wir nicht. Garage. Okay, nein, das Ding holen wir nicht, sondern wir holen ein richtiges geiles Auto. Ein Truck. Blutbeutel drin? Na gut, den können wir auch noch mitnehmen. Jo. Na gut. Auf geht's. Bin mehr Toppen gewesen, hätte ich euch auch an meinem Geburtstag gebracht. Das war auch voll geil. Da gibt's schon geilen Scheiß, aber sollte man ja eh nicht so viel fressen. Bin am Montag erstmal in der Konditorei mir ein Foto holen. Ah ja. Nur weil wir jetzt drüber geredet haben. 2020 habe ich an einem Sonntag Geburtstag, Kuchen fürs Gym. Bis dahin, dann machen wir jeden Tag Training. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir da jetzt am besten hinfahren. So, gibt es schon eine richtige Mission? Ja, die da. Aber wir müssen ja, wir können ja nicht querfeld einfahren. Weil wir ja wieder außen rum müssen. Das heißt, ich muss irgendwie versuchen, diese Strecke hier zu kommen. Was sind denn diese blauen Straßen? Das Straßen? Warte mal, ich fahre jetzt nach rechts. Das war auch keine Ahnung. Kennt ihr diese Desserts von Bechern von Dr. Oetker? Ich glaube, ich will es gar nicht kennen. Jetzt lang. Ich stehe jetzt hier in der Mitte. Genommen. Achso, nee, jetzt weiß ich wieder. Ich bin nämlich vorhin auch lang. Hier nämlich. Oder soll ich da unten lang fahren? Nee, ich glaube, das ist scheiße. Dann sind wir nämlich diese Strecke hier vorhin schon gefahren.
Wir sind auf Kurs. Ihr müsst echt aufhören, vom Essen zu reden. Das kommt nicht gut. Wie schnell die Karre hier lang ballert. So, zack. Oh, sorry. Da muss ich hin. Oh nein, 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 nein! Mensch. So, hier lang. Dann sind wir nämlich schon fast auf der Straße, die ja gebaut wurde. Und dann kommen wir wieder besser dahin. Willst du da sein? Aber heute habe ich irgendwie das Gefühl... Ich lag, wurde unter einer Brücke begraben. Ich habe immer noch Albträume. Heute habe ich irgendwie so das Gefühl, als würde ich irgendwie mehr... schaffen. Also, das wird es heute irgendwie besser funktionieren. Aber jetzt würden wir das alles irgendwie heute besser in den Griff kriegen. Kaffee ist triggert mich Essen. Ich hatte schon Kaffee, Essen triggert mich. Ich war ja auch eben noch essen, aber ich habe heute auch wieder um 17 Uhr mitbekommen, dass ich noch nichts gegessen habe. Ich war heute auch wieder so scheiße. Oh Mann. Oh. Wo geht's? Okay. Nicht rüber. Das ist alles schon mal so ein Ansatz von Straße. Da hinten ist ja wirklich eine Straße. Bus. Wir bringen hier gerade gar nichts. Oh fuck. Scheiße. Das ist doch nicht dein Ernst. Das kann nicht dein verschissener Ernst sein. Oh nein. Ich muss hier raus. Oh nö. Festgeglitscht. Oh, oh, warte. Come on. Du schaffst es. Er kann nicht mal mehr springen, Alter. Oh, scheiße. Komm, du musst da raus. Ja, 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 ja. Nein. Das wird noch schlimmer. Ja, ja. Oh nein. Oh fuck. Yes, 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 yes. Oh, geil. Schwein gehabt, ey. Puh. Kein Problem. Ich wundere, dass das noch nicht im Führerschein hat. Die haben mich auch manchmal. Wieder auf Stress aus. Nein. Oh, nee. Sorry.
So, was habe ich an Knarren am Start? Polagun. Nice. Nemo. Ja, kannst du halt trinken, wenn du liegst. So, weiter. Ja, zack. Kannst du halt trinken, wenn du liegst. Komm, werde fertig. Hier ist noch einer. Ah ja. Komm. Fahrzeug, werde fertig. Oh, Alter! Was war da denn jetzt los? So. Scheiße. Mal tragen. Kommt noch einer. Los, weiterfahren. Was ist denn los jetzt hier? Da muss aber irgendwann der Saft ausgehen. Na bitte. Schnell, weiter geht's. Morse, auch rein. Schönen Abend noch. Viel Spaß mit dem Stream. Jo, wir sehen uns. Skill sieht anders aus. Naja, also ich sag mal so. Skill hat viele Gesichter. Ja? Und keins davon sieht mir ähnlich. Schön aus dem Dreck gezogen. Kannst du doch, könnt doch noch nichts sagen. Los. Auch hier um tiefes Wasser. Was hältst du von dem blauen University? Na, ich muss mir ja leider kaufen. Aber an sich finde ich es nicht so geil. Warte mal, jetzt muss ich gucken. Hier hinten einmal rum, ne? Das heißt, die Strecke, wo ich jetzt gerade bin, ist schon noch die richtige. Ich ja gestern, also gestern, vorhin, als ich hier lang gefahren bin, ja auch ein bisschen anders gefahren. Hier denn hier lang. Das war ja auch gar nicht so verkehrt. Habe ich nur das Gedächtnis durchschneiden. Jetzt ehrlich gesagt andere. Haben wir einen Bock drauf. Jetzt fahren wir hier wieder rüber. Das war vorhin mehr Akku. Na gut, ich habe ja so ein Baudings dabei, glaube ich. Das heißt, ich kann mir ja da, wo die Karre steht, so einen Turm bauen. Das ist ja alles gut. Wenn man Zeit hat, da geht er vorsichtig mit um. Ja, würde ich auch sagen. Wie der Blitz. Fast kein Saft mehr. Immer wenn der sagt, fast kein Saft mehr, habe ich so das Gefühl, als würde der Saft schneller rausgehen. Warte.
Schaffen wir es noch auf den Berg? Ja, das sieht gut aus. Und zack, Ende. Kein Problem. Jetzt baue ich mir hier nämlich einfach ein Generator hin. Was ist denn jetzt hier schon wieder mit der Waffe, die auf dem Boden liegt? So, dann steigen wir ins Fahrzeug ein und warten, bis voll getankt ist. Konstruktion abgeschlossen. Moin, Rapi. Cat, bist du noch nicht zu Hause oder was? So, guck mal, wie schön das Ding geladen wird. So. Haben wir noch 1A gelöst. Mein menschlichen Akku ist noch. Wo sind meine Flummis? Was ist das denn? Wo sind meine Flummis? Muss ich jetzt noch runter? Auf jeden Fall ist der Weg ein bisschen einfacher, wenn du keine Bombe hier mit dir hier rumfährst. Ist auch wieder so ein Ding zum Aufladen. So. Jetzt gucken wir nochmal schnell auf die Map, wo wir jetzt am besten lang fahren. Okay, und wir fahren einfach wieder querfeld ein, ne? Ah, die Chance würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen wollen. Aber nur wieder schön das feindliche Gebiet sausen. Das ist immer eine gute Idee. Das kommt immer richtig gut an. Schießen wieder, Jungs. Dass ich keine Waffen dabei habe. Aber egal. So, da vorne ist auch einer. Top. Genau, schmeißen wir eine Granate, ist schon in Ordnung. Hier haben wir auch eine kleine Tuff-Tuff. Dings abgestellt. Ist mir auch egal. Pokémon-Karten sind super angekommen. Okay, cool. Das ist doch die Hauptsache. Übrigens ist heute. nee, gestern. Doch, nee, heute. Heute ist das Paket angekommen. Mein Yu-Gi-Oh!-Paket. Was ich vor Monaten bestellt habe. Wo der Lieferant irgendwie Probleme hatte und mir noch vorgeworfen hat, jo, hier, wir haben das schon verschickt, was aber nicht passiert ist. Und die dann halt gesagt haben, ja, hier, wir haben das nicht, wir haben das nicht. Und dann habe ich
zu denen, also dann habe ich so gedacht, okay, wenn die irgendwann mal wieder Lieferungen bekommen, würden die mir ja meins nachliefern. So, was ja theoretisch in Ordnung ist. Das Problem ist nur, bei den ganzen Sammelkarten, es gibt halt immer erste Auflage. Und erste Auflage ist halt immer was Besonderes. Und wenn du halt vorbestellst, bekommst du halt immer auch erste Auflage. Wenn das dann aber nicht geliefert wird, sondern erst irgendwann später, dann bekommst du nicht mehr die erste Auflage. Und da hatte ich, das fand ich ja scheiße, weil ich habe dafür bezahlt. Und deswegen habe ich dann dem Händler geschrieben, ey, es gibt auf Card Market, gibt es diese Version noch in erster Auflage. Also, nur nebenbei, aber es wäre cool, wenn ihr die da einkauft, von irgendwelchen privaten Leuten. Ihr müsst da halt drauf zahlen. Ist mir auch scheißegal, aber ihr habt es im Prinzip verkackt. Also ihr kauft das denn da. Und dann schickt ihr es mir. Dann haben die zurückgeschrieben. Diese Sensoren reagieren auf dich, nicht auf deine Fracht. Haben wir noch gar nicht dran gedacht, aber ist eine gute Idee. Machen wir so. Dann habe ich geschrieben. Okay, geil. Dann kann ich ja wohl jetzt bald mit meiner Lieferung rechnen. Und dann kam zurück, jo, geht klar. Ja, und die kamen jetzt auch endlich an. Das heißt, die haben es wirklich so gemacht, wie ich es denen gesagt habe. Und jetzt habe ich wenigstens endlich mal meine Lieferung bekommen. So, hier haben wir uns vorhin gesäppt. Das ist gut. Sachen hatten wir ja eh nichts dabei, weil wir ja aus Versehen alles verloren haben. Mal kurz den Akku aufladen. Glaubst du, dass Ryder und Hawkins Montag neue Tag Team Champions werden? Nein. Weil schon alleine Raw sich auf den Krieg gegen SmackDown und NXT vorbereitet und dann können die keine Weak Links in Anführungsstrichen gebrauchen. Deswegen denke ich nicht, dass das passieren wird. Scheiße. Kann ich wieder die Straßenseite wechseln? Ist besser, oder? Schön mit den Galapogis. Kies, Alter. Verniedliche das nicht so. Pokémon ist eiskalt. Okay, wo muss ich hin? Immer noch so weit weg. Geil wäre, wenn bei Survivor Series Mysterio den WWE-Titel von Lesnar holen würde und Lesnar Mysterio wegsquashen wird. Ich glaube, dass er den wegsquashen merkt, nehme ich auch. Der wird den. Also, was ich mir cool vorstellen kann, ist, dass Cain Velasquez eingreift. Erinnerst du dich an deine Geburt? Und dann quasi Rey Mysterio hilft, Champion zu werden. Das wäre richtig geil. Aber, naja. Ich hörte den Herzschlag meiner Mutter. Wie wir das kennen, wird es wahrscheinlich. Rey Mysterio wird komplett auseinandergenommen und das war's. Wir waren dialogische Zwillinge. Vor unserer Geburt waren wir eins. Dann versuchten sie uns chirurgisch zu trennen. Die Operation war ein Glück. Aber wir waren weiter eins. Wir kannten unsere Gedanken, ohne ein Wort zu sprechen. Ihre Freude war meine. Er labert einfach, während sie eins verlabert. War meine.
konnten jede noch so große Entfernung überwinden. Hört mich jemand! Manche mögen es Telepathie nennen. Getrennte Körper. Gemeinsamer Geist. Wir hatten einen Stand. Nur für uns. Gemeinsam. Unser eigenes, privates, chirales Netzwerk, sozusagen. Mit Cupids können wir eins bauen, das allen das gibt, was Loco und ich habe. Nach meinem Einstieg bei Bridges hatte ich alles klar vor Augen. Ich labere mich jetzt hier voll, ich bin schon links da. Hätte sie schon links machen können. Menschen vereinen könnte und vervollständigen würde. Laber weiter. So, abgeliefert. Übrigens 22:37 auf meinem Poké-Schilduhr. Du hast 22 Stunden schon Ingame-Spielzeit in Pokémon. Das Spiel ist erst gestern rausgekommen. Morlingen, nein. Ich würde mal gerne wissen, wie viel ich hier in diesem Spiel habe. Kann man das irgendwo gucken? Sieht man das irgendwo? Wie viel Spielzeit ich in dem Game habe? Es tut mir leid. So furchtbar leid. Ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich so sehr. Schön, deine Stimme zu hören. Ich hätte dich einweihen sollen. Ich wollte sie retten, konnte aber nicht. Du musst jetzt nichts mehr sagen. Lockne. Repariere seinen Cupid. Ich konnte unser Kind nicht retten, aber du kannst unsere Welt retten. Du allein. Ich liebe dich. Hörst du? Stirbt die jetzt? Für immer. Was ist denn jetzt passiert? Ewig. Ich hab die doch nur hierher gebracht. Ich hab die sicher und top hier hingeliefert. Warum tut die denn jetzt so, als würden die jetzt hier verrecken? Jetzt. Hast du den Kampf von der Google Live gesehen? Nein, aber ich hab ihn danach gesehen. So wie wir eins sind. Wieso? Warum ist sie jetzt tot? Sie wurde durch Baby am Leben gehalten. Aber das Baby habe ich doch schon vor 1000 Kilometern abgeschnitten. Warum ist sie denn jetzt erst tot, wenn ich da bin? Macht das Sinn? Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Wieso ist sie jetzt verreckt? Das kapiere ich nicht. Diese Rumklickerei hier. Moin, Hero. Kind weg, sie wollte noch so lange durchhalten. Ja, aber das ist... Was sie durchgemacht hat, ich hatte ja keine Ahnung. Ich dachte, sie hätte unser Band absichtlich gelöst und wäre mit unserem Kind fortgelaufen. Ich habe dein Cupid repariert. Das haben wir nicht. Der Begrenzer müsste jetzt richtig funktionieren. Eine Sache noch. Bevor ich mit der Arbeit begann, habe ich mir den Code genau angesehen.
Ich bin mir sicher, jemand hat ihn verändert. Entweder das oder mein Gedächtnis lässt nach. Dein Code wurde umgeschrieben. Umgeschrieben ist vielleicht zu viel gesagt. Sagen wir einfach, es war nicht die letzte Version von mir. Und doch, deshalb wurde ich endlich mit Morlingen wieder vereint. Aber vielleicht wissen wir ja bereits, wer es war. Sie starb unter den Trümmern mit unserem Kind im Bauch. Ihr Kar ging über auf die andere Seite, doch ihr Haar verblieb an unserer toten Tochter. Sie wusste das alles, natürlich. Darum ließ sie eine Handschelle locker, um ihre Vitalfunktionen zu verbergen. Leider konnte sie ihre Lieblingserfindung nicht nutzen. Sie tat all das, um mich und unsere Tochter zu schützen. Also erklärt mir das jetzt mit Zufall. Ne? Ganz zufällig hat sie noch genau so lange durchgehalten, bis ich sie hierher gebracht habe. Und dann ist sie verreckt. Naja. Ich stream schon wieder 3 Stunden, ey. Das kann nicht sein. Die Zeit verfliegt aber auch wie Sau, ey. Ich finde den blauen Universal Championship scheiße. Findet ihr den denn? Ja, Adrenalin. Und was denn? Von bei mir im Auto sitzen? Na gut, okay. Ich hab's mir selbst erklärt. Rucksackanpassung hinzugefügt. Stabilisator. Okay. Schwester? Ich kann dich hören. Wir sind vereint. Wir sind eins. Wie früher im Mutterleib. Erinnerst du dich? Orlingen. Lockner. Arschloch. Dank dir ist Edgenot. Das ist die Pokémon Schild oder Schwert? Ich hab's schon, ich hab Schwert. Und Lockner, deine Arbeit wird helfen, dass das chirale Netzwerk online bleibt. Gemeinsam könnten wir es wirklich nach Westen schaffen. Also, Sam, da ist noch etwas, das du wissen musst. Wir haben die Daten deiner angeblichen Begegnung mit den Soldaten untersucht. Da wir nur Ton zur Verfügung hatten, ist unser Bild unvollständig, aber die Sprachen, Namen und Begriffe, die wir hören, und die Munition, die wir bestimmen konnten, alles deutet darauf hin, dass du vor über 100 Jahren auf einem Schlachtfeld gewesen bist. Im Ersten Weltkrieg, um genau zu sein. Es war kein Traum, keine Halluzination. Vielleicht wurdest du in eine andere Dimension befördert oder so. Angesichts der Zeitabweichungen warst du vielleicht an einem Strand. Da sind wir uns nicht sicher. Von einem zum Schlachtfeld gewordenen Strand habe ich allerdings noch nie gehört. Aber Strände werden vom Willen der Menschen geformt, die sie bewohnen. Vielleicht hat Hartman eine rationalere Erklärung parat. Strände sind sein Fachgebiet. Leider reicht das chirale Netzwerk noch nicht bis zu ihm. Egal, ruh dich etwas aus. Noch können wir all die Fragen eh nicht beantworten. Naja. Wenn man den Field schon so krass aufbaut, dann hätte er ja auch ein eigenes Design verdient. Ein Geister gemacht. Ja, aber dann hätte der nächste, Danny Bryan, natürlich am Weiß, aber was ist. Hätte denn auch wieder ein neues Design haben wollen und so. Es ist schon so okay. Es macht Sinn. Auch sagen, der Titel ist an sich scheiße, egal wie er aussieht. Nee, Titel sind
Die müssen geil sein. Wie kamst du dazu, über ein Jahr alten Post von mir auf Facebook zu liken? Guten Morgen, Sam. Blutabnahme abgeschlossen. Was? Danke für deine Großzügigkeit. Kann ich dir sagen, Godmog? Gar nicht. Das ist nicht passiert. Das ist mir in letzter Zeit auch schon einige Male aufgefallen und ich habe da auch schon einige Fragen mal bekommen. Aber das ist nicht passiert. Ich habe diesen Post nicht geliked oder ich habe ihn damals geliked, aber Facebook hatte jetzt darüber informiert. Das haben mir schon andere Leute gesagt. Und zwar macht Facebook momentan, wie es scheint, er will duschen, er fleht mich an zu duschen. Oder will er pinkeln? Ich weiß es nicht. Facebook macht momentan Pop-ups und halt Benachrichtigungen für Sachen, die gar nicht passiert sind, um dich wieder auf Facebook zu ziehen. Weil du sollst natürlich auf Facebook sein, ist doch klar. Du sollst aufhören, auf anderen Plattformen dich zu beschäftigen. Facebook muss Facebook. Deswegen hauen die jetzt gerade die ganze Zeit so eine Benachrichtigung raus, von wegen, ey, der und der hat den Beitrag geliked, damit du da draufklickst. Aber der hat das vielleicht geliked vor 1000 Jahren. Das sollte genügen. Aber nicht jetzt. Schön, dass alles rein. Er hat jetzt, ja, wirklich. Das ist, haben mir schon ein paar Leute gesagt. Darf ich vorstellen, aber nicht jetzt direkt bei mir. Wie du vielleicht schon vermutet mich heute hast, nämlich arg gewundert, weil wie sollte mir das angezeigt werden? Wir halten es für möglich, dass du aufgrund deines regelmäßigen Krypto-Bio- und heute war ich den ganzen Tag nicht auf Facebook. Macht Sinn, hatte sowas auch schon. Wisst ihr? Effektiv gegen GDs sein. Facebook versucht halt damit, die Leute wieder auf Facebook zu kriegen. Sollen, nur indem sie halt die Leute anlügen, weiß ich nicht, ob das so viel Sinn macht. Ich freue mich auf dein Feedback. Er hat mich zugezwinkert. Er hat mir zugezwinkert, weil ich auf Toilette gegangen bin für ihn. Kann ich dir noch was Gutes tun? Warte mal, ich gucke mir mal diesen komischen Stabilisierer an. Was der mir überhaupt bringt. Ups. So, Objekt befestigen. Stabilisator. Ah, Stabilisatoren. Sie senken dein Sturzrisiko. Wenn du versuchst, dein Gleichgewicht wieder zu erlangen, unterstützt dich ihr Haltungskontrollsystem automatisch dabei. Und wenn das deinen Sturz trotzdem nicht verhindert, dämpfen sie den Aufprall für dich und deine Fracht. Gar nicht so schlecht. Aha, ich muss meinen kompletten Bereich dafür wählen. Nee, das finde ich nicht gut. Dafür, dass ich nur ab und zu dann mal nicht umfalle. Nee, dann habe ich lieber ein paar mehr Granaten am Start. Das war ich ganz drauf. Denkst du, Punk wird beim Survivor Series auftreten? Er wird da sein. Sagen wir mal so. Wo ist denn das Baby? Lou? Lou? Suchst du das? Überraschung! Fragile hat mich hergewarpt. Endlich konnte ich den Strand besuchen. Also, ihren Strand. Keine Angst, ich bin nicht zum Sightseeing hier. Dein geliebtes Bibi hat ein ernstes Problem. Episode 6. Dead Man Walking. Okay. Ich habe dir doch erklärt, dass die Inkubatoren BBs über das chirale Netzwerk mit ihren Todmüttern im HQ verbinden. Bridge Babies sind wortwörtlich Brücken zwischen dieser Welt und der anderen Seite. Ihr Platz ist weder bei uns noch bei den GDs dort drüben. Ihr Platz ist dazwischen. Und sie gehören weder der einen Welt noch der anderen. Aber BB28 hier zeigt eine immer größer werdende Neigung zur Welt der Lebenden. Oh. Morrison und Miss gegen Fish und O'Reilly? Warum nicht? Naja, wir sind Partner. Nee, ich bin ja mit deinem Privataccount gar nicht befreundet. Ja, das ist alles Sam, fake. Nein, BB ist ein Werkzeug und kein Mensch.
Brücke ja, Baby nein. Dann sag mir, was das Problem ist. Dieses Werkzeug, diese Waffe, verwandelt sich in ein Lebewesen. Es nimmt zu. Seine Hirnaktivität steigt an. Es sammelt Erinnerungen. BB-28 entwickelt ein Bewusstsein. Es wird zu einem richtigen Kind. Das klingt mir nicht nach einem Problem. Es ist ein Werkzeug, Sam. Hergestellt für einen bestimmten Zweck. Einen Zweck, den es ohne Kapsel nicht erfüllen kann. Das Risiko eines Totalausfalls liegt bei 70%, wenn man die Kapsel entfernt. Was praktisch egal ist, weil es an diesem Punkt innerhalb weniger Tage nicht mehr funktioniert. Nicht mehr funktioniert? Ganz genau. Nicht mal die Kapsel wird es retten. Es geht kaputt. Was können wir tun? Wir setzen es zurück. Und deshalb musst du es bei mir lassen. Ich trenne die Verbindung zwischen euch und führe dann eine Operation durch, die es mit der anderen Seite verbindet. Es ist wie ein kleiner Schubs in die richtige Richtung. Damit es wieder seinen Platz einnimmt zwischen den Welten der Lebenden und der Toten. Aber wie ich sagte, musst du eine Weile ohne es auskommen. Wird das funktionieren? Na klar. Nur eine Sache. Die OP könnte sein Gedächtnis löschen. Löschen? Lou wird mich vergessen. Ganz ruhig. Das BB wird weiterhin gut funktionieren. Du musst mir vertrauen. Na los. Nein! Ich sagte doch, es ist kein Problem. Wir drücken Reset und starten neu. Und deshalb hasse ich diese Teile. Okay. Sam. Von meiner Reise durch den Strand war ich schon schmutzig. Aber jetzt hat dein Bibi dem Ganzen die Krone aufgesetzt. Geht er jetzt mit Klamotten duschen aus? Duschen. Soll ich mit dem Typen duschen? Hab es auch. Wie lange streamst du noch? Meinst du, du hast das Spiel auch oder was? Ah ja, jetzt wird's angenehm. Hier drin bespitzelt uns keiner. Wir sind unter uns. Keinerlei Tonaufnahmen. Keine Videos für Lippenleseanalysen. Komm näher. Ah ja. Der Hartmann darf hier von nichts wissen. Verstanden? Ich habe mir die ersten BB-Experimente näher angeschaut. Offiziell wurden sie von der Regierung ausgesetzt, nachdem ein Lehresturz den damals amtierenden Präsidenten getötet hatte. Die Dokumente wurden vernichtet, die BB-Technologie verboten. Aber offensichtlich gingen die Experimente im Geheimen weiter. Auf direkten Befehl von Präsidentin Strahan. Richard? Dies waren unabdingbar, um das Rätsel des gestrandeten Todes zu lösen. Oh, sie hatte Großes mit ihnen vor. Sie sollten nicht bloß GDs entdecken. Sie wollte sie ins chirale Netzwerk einbetten, um Reisen zum Strand zu erleichtern. Aber keiner ihrer Pläne wurde je verwirklicht. Und jetzt ist die BB-Technologie in Terroristenhänden. Was hat der Hartmann damit zu tun? Ich habe Angst vor der Antwort. Ich weiß nicht, wie lange er für Strand gearbeitet hat. Ich kenne nicht mal seinen echten Namen.
Oder sein Gesicht. Aber du vielleicht. Weil ihr euch schon länger kennt. Nein, er trug die Maske von Anfang an. Irgendwas mit Gesichtsverbrennungen. Klar. Tut mir leid. Alle Daten von damals haben die allerhöchste Geheimhaltungsstufe. Soweit ich weiß, kann nur der Direktor auf sie zugreifen. Aber das chirale Netzwerk bietet neue Möglichkeiten. Indem wir fragmentierte und frei zugängliche Daten aus dem ganzen Land zusammenführen. So kann ich des Rätsels Lösung vielleicht etwas näher kommen. Sei vorsichtig, Sam. Sie beobachten uns. Also, Sam, du bist ein ganzer Kerl. Ah, ja. Kompliment. Aber so spart man sich wenigstens das Wäschewaschen. Reparier einfach, Bibi, okay? Oh nein, du reparierst es. Ohne dich würde ich es nie schaffen. Guten Abend. Italianer, das finde ich auch. Die Einzelheiten erfährst du oben am Lieferterminal. Sobald du Danke, dass ich immer auf den neuesten Stand bin, was WWE angeht. Sehr gerne. Danke, dass du mal meine Videos guckst. Tja, wie lange streame ich noch? Ich habe keine Ahnung. Nimm in Mountain North City einen neuen markierten Auftrag an. Tja, müssen wir wohl, wa? Kein Bibi. Aber da habe ich da jetzt natürlich echte Probleme. Wenn ich jetzt rausgehe und von diesen Gedes attackiert werde, dann habe ich, dann liege ich doch am Arsch. Oder nicht? Deadman sagt, dein Bibi funktioniert nicht richtig. Wir müssen deine Hauptmission unterbrechen. Bis wir dieses Problem gelöst haben. Genau. Es ist unsere einzige Dooms-kompatible Einheit. Du kannst es dir aussuchen, es gibt 15 Kapitel. Gehst, desto mehr GDs wirst du begegnen. Übrigens, Amelie hat uns informiert, dass außerhalb von Edgemont City ein Teergürtel liegt. Eine große Region voller GDs, die Higgs beschworen haben soll. Und auch wenn wir wollen, dass du sie schnellstmöglich da rausholst, hast du ohne dein Bibi nicht den Hauch einer Chance. Tja. Du musst Deadman unbedingt dabei helfen, es betriebsbereit zu machen. Da er hier ist, könnt ihr zwei das vielleicht persönlich besprechen. Sir, ich bin gerade ziemlich beschäftigt. Und ich hoffe, per Hologramm ist okay. Zuerst musst du ein paar Prepper in der Gegend ans Netz bringen, um die chirale Dichte vor Ort zu erhöhen. Das verstärkt die Verbindung zwischen Bibi 28 und seiner Todmutter. Dann müssen ich habe nur wir, dem wie ich schon erklärt habe, brennenden Hausschuss gesagt. So. Das geht leichter, wenn wir etwas räumlichen Abstand zwischen euch zwei bringen. Wir behalten es hier und schicken dich raus. Läuft alles nach Plan, sollte dein BB bald wieder normal funktionieren. Zum Glück treibt dieser Plan unsere anderen Ziele voran. Wir wollen diese Region ohnehin ins chirale Netzwerk integrieren. Also belieferst du Prepper, baust so Beziehungen zu ihnen auf und überzeugst sie, an Bord zu kommen. Es ist nicht leicht, sich in diesen Bergen einzurichten. Aber viele Leute haben es trotzdem versucht. Überall sind Bunker verstreut. Wir haben eine Auftragsliste von ihnen, die abgearbeitet werden muss. Alter. Aber vergiss nicht, das sind Leute, die freiwillig da draußen leben. Leute, denen ihre Privat- Jetzt muss ich hier richtig durch den Schnee warten. Und diese ganzen Typen da. Du musst ihr Vertrauen Schritt für Schritt. Scheiße. Für John gewinnen. Noch etwas, Sam. Für eine Weile wirst du ohne Bibi unterwegs sein. Es wird sich stark auf deine Fähigkeit auswirken, GDs zu entdecken. Also halte Augen und Ohren nach allem Ungewöhnlichen offen. Und meide den Regen, wenn es irgendwie geht. Toll.
Okay, dann Leitern nehmen wir nicht mit. Beutel nehmen wir nicht mit. Das Teil haben wir noch einmal. Nehme ich noch einmal mit. Dann Stiefel sind noch alle cool. Kraftskelett. Geschwindigkeitsskelett haben wir noch. Panzer brauchen wir nicht. Das haben wir auch noch alles. Granaten haben wir auch noch. Tja, jetzt ist die Frage, nehme ich mir jetzt wieder einen Truck? Bin ich mit dem Truck hierher gefahren? Wie bin ich denn hier nochmal her? Doch, mein Truck steht noch vor der Tür, ne? Wie weit bist du? Ich bin in der fünften Mission. Bin jetzt auf jeden Fall das erste. Warte, ich kann es dir sagen. Und zwar, warte mal. Ja, passt schon. Ich bin jetzt da, wo Mama gestorben ist. Episode 2, okay. Auftrag zugewiesen. Spoiler ist da. Aber jetzt kein so großer Spoiler. Bringt ja eigentlich auch nichts zu wissen. So. Wo fahren wir jetzt als erstes hin? Sam, hörst du mich? Nein. Lockner? Aha. Ich melde mich über eine Bridges-Leitung. Ich wurde gebeten, für meine Schwester zu übernehmen und dich zu unterstützen. So nett. Wir sind wieder vereint. Eins. Für immer und ewig. Wir sprechen uns noch, also sollte ich schnell auf dem neuesten Stand sein. Bist du etwa wieder bei Bridges? Darum geht Machst es du nicht. Sam-Aufträge? Ja. Ging es nie. Es geht darum, was sie will. Es reicht auch. Was das wir ist wollen. So schon übelst viel. Und warum sollten wir dir nicht helfen? Aber weißt du, wo man raus... Ich muss du mal rausfinden, wo man hier die Ingame-Zeit sehen kann. Wie lange man schon spielt. Jetzt muss er bestimmt irgendwo gehen. Ja, Protokoll. Ne, das ist wieder was anderes. Okay, keine Ahnung, was das jetzt hier ist. Tipps für Gameplay brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch alles nicht. Schade. Ich hoffe, es gibt irgendeine Möglichkeit. Ah, Versorgungsanfragen. Wenn du etwas Bestimmtes benötigst, reichst du eine ein. Wir machen das andere für mich. System. Option. Scheiße, ey. Man kriegt nicht raus, wie lange man das Spiel schon gespielt hat. System im Speicherstand. System. Hier oder was? Nee. Information. Nee, hier kriegst du gar nichts raus. So, okay, also erstmal dahin. Minuten. Was? Bist du besoffen? Wo hast du das denn jetzt gesehen? Hä?
Tab 1. Martin und Lesen. Was ist los? Ah, Ezis. Okay, da läuft's gerade durch. 20, 53, 30. Ah, okay. Schneiden wir wieder raus. Alter, seit 20 Stunden spiele ich dieses Scheißspiel. Kacke, ey. Und es ist noch nicht mal ansatzweise ein Ende in sich. Ich bin ja nicht mal auf der Hälfte. Das war's wieder komplett, ey. Ach, da hat jemand eine Brücke gebaut. Geiler Typ. Stunden Spielzeit, Alter, in diesem wunderbaren Game. Das ist auch seit einer Woche raus. Eine Woche und 21 Stunden Spielzeit. Das ist für mich richtig viel. Ich habe noch nie ein Spiel so schnell, so lange gespielt. Das ist noch nie passiert. Na gut, nicht noch nie. Früher, als ich viel gezockt habe, ja, aber seitdem ich streame, habe ich ja immer geguckt, dass ich nur dann halt die 3 Tage streame. Aber das ist echt krass. Dann streame ich ja normalerweise immer nur 3 Stunden. Auf der Hälfte bist du erst bei Kapitel 7. Das ist die Uhrzeit des Speicherpunkts, nicht die Spielzeit. Nein, ist es nicht. Weil der Speicherpunkt war von eben und es ist jetzt nicht 20 Uhr. Guckt oder es macht den Struck langsam wieder den Berg runter. Das kann sein. Das wäre auch lustig. Ich möchte dich gerne etwas fragen. Hilfst du mir, den UCR beizutreten? Wenn ich dadurch mehr Menschen die ärztliche Aufmerksamkeit schenken kann, die sie benötigen, ist es die Mühe wert. Gerne doch. Ich danke dir. Ich bin zwar nicht mehr der Jüngste, aber das tut der Sache keinen Abbruch. Der Arzt. Ach, übrigens habe ich etwas gefunden, das dir nützen könnte. Es gehört dir, wenn du magst. Feldflasche auf Stufe 2 verbessert. Aber hier steht noch Monster Energy. Also ganz rausgepatcht haben sie es auf jeden Fall nicht. Deine Lieferungen haben Leben gerettet. Und wie du weißt, bedeutet jedes gerettete Leben ein GD weniger. Was langfristig noch mehr Leben rettet. Bitte gib nicht auf, wie schwierig es auch werden mag. Ich bitte dich inständig. Das ist cool. Du hast einen weiteren Bunker ins Netzwerk geholt. Gut gemacht. Das chirale Niveau steigt wie prognostiziert. Das ist gut. Es wird dich freuen, dass die Operation von BB-28 gut gelaufen ist. Es sollten keine zusätzlichen großen Eingriffe nötig sein. Wir sind noch nicht über den Berg. Aber ich denke, das Schlimmste haben wir hinter uns.
Jetzt müssen wir nur noch das Netzwerk weiter ausbauen, Änderungen beim Anstieg des chiralen Niveaus überwachen und Anpassungen vornehmen. Medikamente sollten genügen. Weiter so, Sam. Gute Arbeit. Ich habe keine Lizenz für Monster gehabt. Ich weiß es nicht. Irgendwas muss ja gewesen sein. Auf jeden Fall wurde es in der Hauptdings rausgepatcht. In dem privaten Raum, den wir mit uns. Setze autonomen Lieferbot ein. So. Nö. Die Karre steht wie eine 1. Hat doch die Handbremse angezogen. Bestimmt ein paar Pro-Gamer aufgeregt. Weiß ich nicht. So. Da müssen wir uns als nächstes hin. Das wird ein bisschen schwieriger werden. Aber erstmal sollten wir wieder über die Brücke fahren. Und dann gucken wir mal, wie wir da am besten hinkommen. Wahrscheinlich so, wie wir eben auch getötet wurden. Und war erstmal der grobe Weg, hat er gepasst, hat er auch funktioniert. Die Lizenz hätten wir das im Spiel wäre zu teuer. Ja, da wird schon irgendwas gewesen sein, aber scheinbar kann es ja nicht ganz so gut laufen sein, dass sie das wieder rausnehmen. Vielleicht gab es da irgendwas von wegen, ja, Verherrlichung von Energy Drink Konsum, bla bla bla. Oder vielleicht gab es da auch irgendwas, in manchen Ländern ist doch Werbung für Energy Drinks verboten. In Dänemark zum Beispiel ist Werbung für Energy Drinks verboten. Also kann auch sein, dass man da gesagt hat, ey, hier, dann kommt euer Scheißspiel, weil das Werbung ist, kommt halt euer Spiel nicht bei uns raus. Vielleicht haben sie es deswegen rausgenommen, ich weiß es nicht. So, jetzt bin ich wieder hier. Jetzt muss ich natürlich aufpassen. Dann bin ich nämlich das letzte Mal verreckt. Spiel. Ich finde, das ist ein Meisterwerk. Also ich finde es auch richtig Hammer. Richtig, richtig Hammer. Aber es ist mir persönlich ein bisschen zu viel. Also mir einfach ein bisschen zu lang. Scheiße. So, jetzt habe ich schon mal das Problem. Also es ist mir persönlich einfach ein bisschen zu lang und halt ein bisschen zu viel des Guten. Es ist ein hammergeiles Spiel. Aber es ist halt auch viel. Für mich als Streamer, ich hätte halt, wenn ich keine spontanen Streams mit dem Spiel machen würde, dann hätte ich bis Februar gebraucht, um dieses Spiel durchzuspielen. Hätte ich bis Februar nichts anderes spielen dürfen, um dieses Spiel hier durchzuspielen. Das ist nicht so geil. Huh.
Schwein gehabt. Kommt's? Ich sehe es zwar jetzt nicht mehr, aber auf jeden Fall kriege ich es mit. Und mein komischer Dings hier sagt auch nichts mehr. Scheiße, ey. Ist gar nicht gut. Das Streamer ist echt zu lange. Wie lange streamst du das heute noch live? Ich werde gleich aufhören. Immer bis um 2, haben wir 4 Stunden durch. Ich fahr mal weiter. Schon getötet, ich hab schon getötet. Oh, da sind noch mehr. Komm, 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 komm. Kann ich sowas machen, um die anzulocken? Ja, kann ich. Komm her. Oh, fuck. Da war noch ein anderes. Das ist wirklich scheiße, wenn man die nicht sieht, Alter. Die Fußspuren geben zu wenig Infos. Auch noch nicht. So. Circa selbst noch bis 4. Ah, ich kann ihn nicht. Ich kann nicht. Oh fuck. Ich kann nicht bis um 4 streamen. Ich weiß nicht, ich fahr da rechts ran. Und, na gut, ich fahr jetzt mal hier geradeaus. Mal gucken. Ja, also, ne, ich kann halt als Streamer nicht einfach mal sagen, jo, die nächsten 3 Monate streame ich halt nur das Spiel. Und deswegen mache ich halt jetzt die ganze Zeit jeden Tag einen Stream, weil ich halt dieses Spiel durchspielen will. Aber das ist halt auch irgendwie scheiße, weil man halt nebenbei zu nichts anderem mehr kommt. Also es ist ja schön, ich spiele es ja auch gerne, aber ja, man schafft halt nichts anderes mehr und das ist ein bisschen anstrengend. Hier runterfahre, dann war's das wieder. Aber ich habe keine andere Wahl. Aber ich kann nicht. Nee, das ist richtig scheiße.
Ich kann nicht mein Auto verkacken. Wenn die Karre im Arsch ist, war's das hier in den Bergen, Alter. Dann werde ich das nie überleben. Oh. 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 Fuck. Und er ist zerstört. Ich sag's grad noch. Scheiße. Oh nein, ey. Kacke. Du brauchst einen Schlitten. Kacke. Komme ich jetzt zurück? Kann ich die Tour laufen? Rentiere, das wäre gut. Oh, du hast es geschafft. Scheiße. Sieht ganz gut aus. Da wären sie wieder, seine drei Probleme. Meine drei Probleme? Es sind nur drei? Welche drei sollen das sein? Drei klingt zu wenig. 300 vielleicht. Wie man hört, bist du der Ansprechpartner für das chirale Netzwerk. Kann ich nach Vertragsabschluss wirklich auf eure Baupläne und so weiter zugreifen? Klar. Ich will meine Forschung mit allen teilen. Ihre Arbeiten haben mir genutzt, deshalb soll meine Arbeit auch ihnen nutzen. Lass mich ein Teil der UCA werden. Gerne. Aber wir haben durchgehend über 50 Zuschauer. Also das ist eigentlich für so ein Spiel und für mitten in der Nacht und so, ist das wirklich schon nice. Also alle die jetzt gucken, die gucken halt wirklich immer. Also 50 und gut. So, das ist schon echt krass. Ich freue mich auf jeden Fall darüber. Das ist der harte Kern, von dem ich mal rede. Du bist der harte Kern. Geländeskelett. Sehr gut, sehr gut. Dann sitzen wir wohl in einem Boot. Was täten wir sonst jetzt? Ich würde gerne herumführen, aber hier sieht es gerade schlimm aus. Hart passt morgens immer. Danke, Sam. BB-28 scheint auf dem Weg der Besserung zu sein. Seine Bindung zur anderen Seite wird stärker, wie von uns erhofft. Die Krämpfe und Spasmen haben auch nachgelassen. Ich weiß, ohne ein BB ist es hart da draußen, aber du musst den guten Kampf fortführen. Genauso wie das Kleine. Genauso wie BB-28. Sam, wir haben einen Auftrag von einem neuen Kunden. Sieh ihn dir auf dem Terminal in Mountain North City an. Und zwar schnell. Da muss ich erstmal hinlaufen. Jemand Medikamente. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen. Aber hier ist jetzt nichts. Potz. Setze autonomen Lieferbot. Naja, Kuss Rudi hier. Das ist nicht hierher, das war. Erstmal hier. Jetzt. So. Wir machen jetzt aber Ende. Das ist jetzt fast um 2. Und ich habe keine Karre. Ist sowieso schon scheiße. Das heißt, wir müssen morgen die lange Reise antreten. Über den Pass des Galadras. Da muss ich jetzt hin, Alter. Das ist doch scheiße. Ja, wo ist denn mein Wegpunkt? Hä? Ach, da unten. Ja.
So, speichern. Das wievielte Fahrzeug war das jetzt, das er geschottet hat? Ach, frage nicht mehr. Geh durch die Minen von Moria. Am besten ist es. So, Freunde. Das war's. Es ist 2 Uhr nachts. Wir hören jetzt auf. Der nächste Livestream ist wahrscheinlich morgen. Aber auch da kann ich nichts versprechen. Es kann sein, dass ich um 18 Uhr anfange zu streamen. Es kann sein, dass ich um 20 Uhr anfange zu streamen. Es kann sein, dass ich um 22 Uhr anfange zu streamen. Es kann sein, dass ich um 23 Uhr anfange zu streamen. Es kann sein, dass ich gar nicht streame. Das sind die Möglichkeiten. Deswegen bereitet euch drauf vor, dann meine Social Medias abzuchecken. Wir werden morgen auch weiter dieses Spiel spielen. Und ja, wir versuchen das einfach jetzt die nächsten Livestreams durchzuprügeln. Ich wollte zwar eigentlich gerne WWE spielen, aber ich habe mich wirklich dazu entschlossen, solange diese Scheiße nicht gepatcht ist, werde ich WWE nicht spielen. Es ist natürlich ein bisschen dumm und ein bisschen riskant, aber ich habe keinen Bock, dass jedes Mal das Spiel abstürzt bei irgendwelchen normalen Entrances, dass ich neue Wrestler nicht runterladen kann, dass irgendeine Scheiße ist, nur weil die das nicht hinkriegen. Deswegen, ich werde also hier auch mitziehen, Scheiß auf WWE. Spiel ist quasi unspielbar, kein Bock drauf. Deswegen morgen zwischen 18 und 23 Uhr, diese Toxic 2K19, weil ich das auch kacke finde. Also Spiel nicht, aber ich habe irgendwie auch keinen Bock nach, keine Ahnung, nach 50 Stunden, rechne ich das mal hoch. Das waren 150 Stunden 2K19. Wenn nicht sogar noch mehr. Ja, ich habe keinen Bock mehr drauf. Gut. Damit spielen wir, ach ja, keine WWE-Streams. Nein, das ist ja, es ist ja, ich habe ja was gelesen vom 25. Es ist ja nur noch, und NXT TakeOver und Survivor Series müssen wir WWE spielen. Das heißt, das kommt sowieso. Aber heute machen wir dann weiter mit Death Stranding. Irgendwann dazwischen. Deswegen geht schlafen, habt einen schönen Sonntag und wir sehen uns dann morgen in alter Frische wieder hier. Haut rein und tschüssi!